I've not tasted all your cooking. Who are you when I'm not looking? Do you pour out something on the rocks? Slide down the hallway in your socks. When you undress, do you leave a path? And sink to your nose in a bubble bath. My, oh my, you're so good looking. Hold yourself together like a pair of bookends. But I've not tasted all your cooking. Who are you when I'm not looking? I wanna know. Do you break things when you get mad? Or eat a box of chocolates 'cause you're feeling bad? Do you paint your toes 'cause you bite your nails? Call mama when all else fails. Who are you when I'm not around? When the door's locked and the shades are down, do you listen to your music quietly when it feels just right? Are you thinking of me? I wanna know. My, oh my, you're so good looking. But who are you when I'm not? A millionaire,
his fortune to some guy he barely knew. His kids were mad as hell, but me, I'm doing well. And I drop by today, just say thanks and pray. And I left a six pack right there on his grave. Then I said, God is great, and beer is good, and people are crazy. People are crazy. So I go back to pew, preacher and choir, singing about God and brimstone and fire and the smell of Sunday chicken after church. I go back to the loss of a real good friend, 16 summers shared with him, now only the good die young. Stops me in my tracks. So I go back to the pew, preacher and choir. I go back to the loss of a real good friend, 16 summers shared with him, now only the good die young. Stops me in my tracks. Every time I hear that song, what do we do? Ja, ich wünsche schon mal einen wunderschönen guten Abend meinerseits. Herzlich willkommen, ne, wieder bei uns, bei den LSV Drivers. Und zwar mit Chris. Guten Tag. Und Chris. Oh. Also mit Ja, was ist los? Oh, ich bin hier voll durch die Wallapampa gefahren. Ah, ja. Also mit Chris und ich bin dabei, ne? Also ich grüße schon mal alle. Oh, ich muss mal in den Chat oben aufmachen. Ich grüße schon mal alle, die da sind. Und zwar Moinsen Zocker Joe, der Friese Moin, Michi Moin, Silos Star, Servus, Paddel, vielen Dank. Vielen Dank fürs Subscriben. Dritter Monat mit Twitch Prime. Die Herzchen hatte ich vorhin schon mal rausgehauen, nebenbei, aber nochmal für dich. Best Free Driver, moin. Herrliche Musik, Danny, genau. Danny Moin, moin. Moin, King Kruse, Buchi, 0815, moin. Wilbert Lukas, moin, moin. Fent 39, moin. Namen Zwergagra, wunderschönen guten Abend. Christa müsste auch gleich hier um die Ecke kommen. Und zwar, wer einen großen Hof hat, der braucht natürlich auch einen Werkstattwagen. Ne? Also, er müsste eigentlich. Höre ich da schon was? Von wo kommst du? Ja, momentan komme ich von nirgendwo. Er wird ja keinen Rückwärtsgang. Daniel, moin. LS-Fahrer, moin, moin. Mach mal Musik wieder an. Nee. Moin, Nikola. Moin, sind Powerbauer. Also, wie gesagt, wir haben auch ein bisschen was am Hof gemacht. Oder Chris. Ja, also eigentlich nur Chris. Auch Chris kommt von der anderen Seite natürlich. Ja, war wieder klar. Chris, ich komme zu dir. Da, guckt euch das an. Hast du die Tür aufgemacht an der Seite? Hab ich? Ja, ich glaube schon. Calimero, moin moin. Ja, jetzt ist zu. Ja, wie komme ich denn hier, wenn ich mit der Kiste in den Rückwärts fahren? I don't know. Muss Wendeschaltung? Jetzt hast du Rückwärtsgang drin. Ja, aber... keine Gemeinderade? Nee, Nikola, keine Gemeinderade mehr. Wir sind jetzt gewechselt auf die Südthüringen und werden auch erstmal auf der Südthüringen oder werden jetzt eigentlich bis zum LS19, denke ich, auf der Südthüringen bleiben. Weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt einfach einen Mapwechsel nach 2,5 Jahren. Und da, wie gesagt, sind wir wieder zu unserer Südthüringen zurückgegangen. Und ja, da hoffen wir, dass wir doch hier Spaß haben. Und wie gesagt, wir haben jetzt uns einen Werkstattwagen natürlich gegönnt, weil wir natürlich auch einen brauchen bei dem Maschinenpark, den wir dann irgendwann auch mal anhäufen und jetzt eigentlich schon auch schon mit 4 Dreschern, das ist natürlich ganz wichtig. Aber wie gesagt, wir wollen heute weiter dreschen. Ich denke mal, was hatten wir gesagt, wir wollen in Raps gehen, ne? Nee,
Sojabohnen erstmal Achso, wegrassen. machen wir erstmal Sojabohnen. Und zwar Sojabohnen auf dem Feld 18, was nicht gerade klein ist. Also, ja, da haben wir gut was zu tun. Toastbrot! Vielen Dank für den 6. Monat, mein Bester. Vielen Dank. Die Herzen gehen raus an dich, Toastbrot. Daumen hoch. Vielen Dank. Du hast schon 6 Monate. Für 6 Monate Support. Nein, Zwergerkram. Man muss sich ja immer noch verbessern können. Deswegen ist es erstmal ein Ford Transit und später wird es vielleicht mal ein Sprinter, ne? Also, wir können nicht direkt ne, das Geld voll raushauen. Na gut, wir haben zwar viel. Ich fang schon mal an, ne? Wir haben zwar viel Lexi und Drescher, aber naja. So, ich hole mir mal meine Nummer 1, ne? Dann gehen wir auch mal nach hinten. Den Hof, den zeigen wir später. Den seht ihr jetzt auch so ein bisschen nebenbei, ne? Also, es hat sich auf jeden Fall was geändert. Flasher, moin moin. Schönen guten Abend. Hallo an alle Speedrivers. Class 850 Axiom. Bin gerade mit unserem Novacut Butterfly unterwegs. Ja, sehr cool, Bär. Dann schöne Grüße und ja, sehr geil. Das macht ja wahrscheinlich mega Spaß da. Wie lange bist du oder bist schon den ganzen Tag unterwegs? So, dann wollen wir mal. Oh, einmal das Lenkrad nach hinten natürlich. Moinsen, das Brot. Ja, zweiter Gang. Janik, das ist die Südthüringen. Die kennt man. Genau. Das ist eigentlich so. Ja, wie gesagt, mit einer unserer Lieblingsmappen. Nördliche Gegend war auch so ein Favorit. Mhm. Aber wie gesagt, die Südthüringen ist halt vierfach mapmäßig, glaube ich, mit unserer Lieblingsmap. Ja. Vor allem können wir da jetzt trotzdem. Das ist ja alles so Kleinigkeiten, die bis jetzt geändert werden. Genau. Endlich bin ich mal wieder dabei. Ja, Flasher, das freut uns auch megamäßig, dass du wieder da bist. Schön, dass du hier bist. So, dann laufen wir aber gleich nochmal zum Hof und holen schon mal oder dreschen ja, erstmal an oder wie wollen wir das machen? Ja, du kannst ja erstmal andreschen, dann stelle ich dir mal eben noch ein Feld und dann hole ich schon mal wo ist denn hier die Feldeinfahrt? Hier links runter, ne? Oder wo war das, ne? Nee, noch ein Stück ah, weiter. Nee, stimmt. Ah, ja, da hinten war ja so ein Mistplatz, ne? Ja. Moin, moin, Alex! Schöne Grüße! Moin, sind Alex! Aus dem schönen Thüringen. Achso, Alpha war das auch und Kalle. Du bist da. Na, Benz. Ach denn ja, genau deine Heimat. So, genau. Hast aber schon ordentliche Spuren hinterlassen hier mit. Du hast auch Ketten, oder? Oder hast du Reifen vorne? Hallo, ich habe mir die Premium-Version geholt. Hauptsache, ne? Kleine Schlepper, aber vier dicke Glas Lexion-Drescher. Ja, die haben wir ja gekriegt. Dazu zum Hof. Deswegen haben wir ja die kleinen Schlepper. Genau. Sonst würden wir die Felder ja niemals abkriegen hier. Moin Moin, Austria Gamer, Silostar, schönen guten Abend. Ist dein Lenkradknopf auch so schwer, dass es immer noch... Ja, wie gesagt, das ist normal. Wenn das Lenkrad jetzt nicht aktiviert ist, ne, dann kann sich das mal ganz leicht nach unten drehen. Aber das ist ja nicht das Problem. Das ist ja gar kein Thema. Moin Moin, Benno. Na, ihr ganzen Lümmel. Bin schon seit heute Morgen um 10 Uhr unterwegs. Im Wechsel... Ja, Bär, da hast du natürlich einiges zu tun. Wie fängst du an? Natürlich andersrum, ne? Rohr immer noch aus. Ja, deswegen bin ich nach zurückgefahren, damit du dran vorbeifahren kannst. Alles klar. Cebu, moin moin! Lass mal Radio an hier. So, ich stell dir dann erstmal hier ab. Dann hol ich schon mal eben einen Schlepper mit Handbremse rein. Schlepper mit Hänger. Mit Anhänger. Hänger sagt man ja nicht, ne? Habe ich gelernt. So. Jungs, ich habe ein Problem. Und zwar, wenn ich auf der Map die Fahrzeuge verkaufe, kriege ich kein Geld. Okay. Das hört sich aber ein bisschen nach an, als wenn da irgendwas anderes im Bordordner nicht klappt. Das kann gut sein. Wie gesagt, ich glaube aber, wir haben es jetzt noch nicht probiert, hier ein Fahrzeug zu verkaufen. War bis jetzt noch nicht. Doch, ich habe da schon wieder was verkauft. Ah, okay, alles klar. Dann haben wir es doch. Habe ich eigentlich Dingens gemacht? F2? Ja, habe ich. So. Jetzt gib mal den Multilink. Will Chris auch zugucken? Ja, wie gesagt, einfach Ausrufezeichen Multi. Dann kommt ja der Link. Moinsens. So, einmal auf die Autos warten. Einmal hier schön am Straßenrand. Immer auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Richtung Verkehr immer muss man laufen. Moin Bär. Ich will noch nie so schnell ransehen. Bei mir geht gerade die Sonne schön unter. Es wird kälter und ich muss heute mit der Simson noch. Ah, okay. Also schön mit dem Moped. Nach Hause. Bin mal gespannt, was wir hier runterkriegen. Oh, ich denke doch mal ein bisschen was auf jeden Fall.
So, wir nehmen uns auf jeden Fall einmal schon mal den Fiat, vielleicht mit einer Glasmulde. Könntest du, nee, ich würde die beiden großen Anhänger nehmen. Okay, dann nehme ich den JCB mit dem großen. Könntest du einen, also hier abstellen? Also ich und weiß, den nächsten hinten bei den Häusern, da ist auch noch eine Einfahrt. Ach, der hier sehe ich jetzt gerade nicht. Muss ich mal also, eben gucken. Da, wo wir angekoppelt haben. Ah, das ist klar. Und eine dann hinten bei Sorghof, ne? Da hinten. Genau, bei den, da ist auch hinter Sorghof ist eine Feldeinfahrt. Okay, alles klar. Oder hier vorne an der Straße, weil da komme ja, ich nicht. Ich glaube, ich erinnere mich auch wieder vage, wo die Feldeinfahrt war. Bauer Diemer. Das wäre ja ein Traum. Namen. Wirtschaftshof Sachsenland. Moin, moin. Schön, dass ihr alle da seid. Auch ohne Ankündigung und ohne sonst was. So, moin, Chris. Moin, Donny. Na, Jung. Endlich wieder mal richtig schön Socken hier. Genau, zur linken Seite ja sieht man den schönen, schnell umgebauten Hof. Hat eigentlich noch keiner gesehen so richtig, ne? Kannst du jetzt gerade zeigen. Ja, ich habe gedacht, ich zeig den. Warte, ich. Gut, komm, ich zeig mal eben. Ich steig mal eben aus und gehe mal in die Luft. Ne? Also, Augenblick. So. Also, wie gesagt. Da hinten ist auf jeden Fall jetzt schon mal eine Halle. Ne? Da hinten. Ich zeig mal. Das ist immer so schwer. Also da, ne? Da hinten die Halle. Die ist neu von Chris. Da werden wir Zuckerrüben und, also mit dem grünen Dach, ne? Da werden wir. Ich kann ja auch ranzoomen. Also die Halle hier mit den Solarplatten auf dem Dach, mit der PV-Anlage, da kommen auf jeden Fall später Zuckerrüben, Kartoffeln und sowas rein, haben wir gedacht. Oder Chris, ich gedacht, hier haben wir zwei Durchfahrtshallen für unsere Drescher. Hier kommt später noch, in der Halle, wo ich gerade den Hänger rausziehe, kommt später noch ein Hofsilo-System rein. Hier in der Halle, diese Halle hier ist die Werkstatt. Da haben wir auch einen Werkstatträger drin. Moment. Ja. André, moinsens. Schön, dich zu sehen. So, okay. Weiter. Alles klar. Und sonst, wie gesagt, sind jetzt hier ein paar Hallen weggeflogen, ne? Also, da hier hinten bei der Halle funktionieren die Tore jetzt auch und so weiter. Und ich denke mal, wie gesagt, das ist eigentlich für den Hof hier schon mal so weit ausreichend für uns. Für unsere Zwecke, was wir machen wollen. Mehr brauchen wir eigentlich da gar nicht. So, alles klar. Dann können wir weiterfahren. So, Justin, hi, schönen guten Abend und gerne auch Danny genannt. Achso, kommt eure Version dann zum Download? Fährt, weiß ich noch nicht, wie gesagt, wenn da genug, also wenn da viele Leute nachfragen müssen. Moin, Zwergacker. Und das muss natürlich auch abgeklärt werden, ne? Wir haben da ja noch nie irgendwas gemacht, ohne da mal nachzufragen oder so, ne? Ich glaube, dann stelle ich den JCB links hin, der ist nämlich flotter. Pleasure, vielen Dank. Du, ich komme hier dreimal rum, glaube ich. Na gut, ist so ja gut, ne? Ja. Ist ja auch nichts gedüngt oder so, aber das ist halt das erste Mal so. Genau, das erste Mal ist immer nicht so schön. Ja. Was los? Nix. Kieler Woche, ey. Oh, hier ist die Blitze. Freut mich. Ohne Scheiß. Wenn ich das einem gönne mit dem Internet, dann dir. Mega, dann wollen wir hier. Ich mache den Multistream auf. Hier war doch die Feldeinfahrt, oder? Eigentlich. Ja, hinten gibt es auch noch eine. Ja, fahr ich da hinten. Kannst aber auch hinter mir jetzt längs fahren. Na gut, dann fahre ich eben über den grünen Streifen. So, ich bin bei 20% erst. Ja, ich stell den ja nur hier hin schon mal. Hab schon gesehen, du hast jetzt ordentlich Leitung, ne? Du kannst saugen machen, kannst endlich mal so arbeiten, wie du willst. So, den lasse ich dann hier stehen. Und dann schnappen wir uns, ich würde sagen, den Maxim. Chris, du bist gemutet. Du bist nur bei Mathis zu hören. Wieso bin ich gemutet? Oh Mann, wartet mal kurz. Ah. Ich könnte ja durchdrehen, ne? Jetzt hört er mich, oder? Hey, angeilt. Ich hab dich schön hier gelobt und so, und dass ich mich für dich freue. Jetzt hört er mich auch. Ja. Jetzt hört er mich auch wieder, ne? Genau. Verrückt wieder.
Ne, für Unguided, also das gönnen wir. Und ich glaube, Cebu, wie sieht's bei Cebu aus? Cebu hatte doch auch, glaube ich. Da irgendwie mit Glasfaser, ne? Den nein, wir hören dich nicht. Ja, Unguided. Oh Mann, ey. Okay, ob das so gut ist, dass er Internet hat, das weiß ich auch nicht. Der ist sold. Moin moin, schönen guten Abend. So, den stellen wir dann hier hin. Ich habe ja so lange nicht gestreamt, Leute, und außer dieses doofe Windows-Update, die verstellen ja gar nicht mal gleich wieder alles. Ja. Bin doof. Möchte gerne wie du spielen. Boah, ja. Reicht ja, oder? Angreide? Boah, Dima, das kannst du ja, wie gesagt. So alles im Internet. Genau. Ist ja noch planungsvoll, so wie es aussieht. Ab Februar. Was, Chris? Was? Was, Chris? Also hier kommt nichts runter von dem Feld, ne? Gar nichts runter. Okay. Alter. Alex, du verrücktes Huhn. Danke, danke. Der haut hier einen Resub rein. Den fünften Monat. Hat er einfach mal so rausgeschüttelt da. Ja, danke, geil. Danke. So, Frost. Oder... SOH Frost, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. So, dann können wir auch anfangen zu dreschen hier. Moin Bauerschreck, schönen guten Abend. Ich kann nicht so schreiben, wie ich an die schreiben würde, weil sonst kriege ich von meiner Frau einen auf den Sack. Ja, Flasher, ich werde mir auf jeden Fall später noch eine Hirsch holen, ne? Das weiß man ja. Aber erstmal müssen wir ja sowieso erstmal dreschen, ne? Bist du denn überhaupt? Ich bin schon fast einmal rum. Ja? Ich hab grad mal 3000 drin. Aber wir können das ja noch irgendwie düngen. Havanna! Caps Lock wieder aus. Toppi! Oder Tobi, Tobio PC 91. Vielen Dank fürs Subscribe mit Twitch Prime. Wie gesagt, ich weiß, dass du schon länger da bist und schon länger zuschaust, aber hau mal rein, ne? Wenn ein neuer Subscriber da ist, dann interessiert mich das immer. Woher kennst du uns und seit wann schaust du uns? Da gehen Herzchen raus an dich. Vielen Dank für deinen Support. Megamäßig, dass du uns auch noch Twitch Prime schenkst. Danke, danke. Ich hatte jetzt heute mal nach dem Tablet geguckt, ne, Chris? Ich denke, ich hole mir so ein Huawei oder sowas. Du, ja, da würde ich, also es soll ja nur das Rocket darauf und dann nimmst du das Einfachste, was es gibt. Ja, genau. Ich habe ja auch das Acer noch, das uralte. Ich habe alles andere runtergeschmissen, was es an Apps gibt. Vielleicht Twitch-App rauf, ne? Ja, klar, genau. Dann nur dafür, weil das ist echt, also gerade GPS macht richtig Laune, weil du musst ja nicht irgendwelche Knöpfe drücken oder so, sondern du tippst darauf und dann läuft das. Aber dafür müsste ich halt hier noch einiges wieder umbauen. Um das Ganze dann auch noch hier hin zu basteln irgendwo, das Tablet. Das müsste ich dann links irgendwie machen. Mit so einer Halterung. Das wäre, glaube ich, am besten hier links irgendwie bei mir. Muss ich mal gucken. Cebu Play, folgt und Alter, der haut mir 100 Bits raus. Okay, das ist holt. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Danke. Ich hatte bisher nur Apple-Tablets. Und ich habe keine Ahnung von anderen Tablets. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr da natürlich Erfahrungswerte habt und mir irgendwas empfehlen könnt oder... Ich möchte eigentlich nicht mehr als Maximum 250 Euro ausgeben. Also das ist eigentlich schon zu viel. Ich guck bei 100 Euro, weil es dafür reicht. Aber wo hast du denn ordentliches? Ja, wie gesagt, wenn ich dann eins hole, dann sagen wir so eine Mittelklasse, ne? Dann reicht das auch. Huawei ist auch nicht schlecht. Mir fällt gerade auf, wie lange ich euch schon gucke, seit der LS15 nördlichen Gegend. Oh, Bär. Sehr geil. Will auch zocken, aber PC kaputt. Oh, okay.
Fanfan, 1050, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Aber Fanfan, du bist doch schon länger Askel. Follower. Moin. Askel, wunderschönen guten Abend, der Herr. War bis letztens in Berlin, kann jetzt auch wieder. Ja, sehr cool, Askel. Schön, dass du wieder zurück bist. Siehst du? Ja, auch das ist Thüringen. Aber wie gesagt, das ist das besagte Sommerloch, ne? Samsung ist gut. Ja, Blubber, das, Samsung und Apple ist natürlich gut. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich nicht so viel Kohle ausgeben für ein Tablet. Dafür nutzt du das nur für eine Sache, denke ich mal. Ja, wie gesagt, ich vielleicht gucke ich... mein Tablet unter dem Monitor durch, ne? Okay. Meine Halterung. Die habe ich hinten an meinem Arm angebaut und dann unter dem Monitor durch. Und dann nimmt so viel Platz weg. Ja, ich meine, vielleicht gucke ich da auch ein bisschen YouTube und Twitch und so einen ganzen Kram mit. Aber ich zocke damit nicht oder mache damit keine Office-Sachen oder sonst irgendwas. Ne? Also das ist eigentlich nur rein dann zum... Also genau, für dieses Power Grid und für vielleicht ein bisschen YouTube oder Twitch gucken. Aber... sonst macht man damit, also sonst würde ich da nichts machen. Also was wenn ihr da natürlich irgendwelche Erfahrungen habt, mal raus damit. Also ich habe ein gebrauchtes iPad 2, damals vor 2,5 Jahren bekommen, für 170, läuft immer noch tipptopp. Ja, ich sag, bei Apple ist ja, ich habe ja auch Apple Handy und so, das ist halt mit den Updates. Die Dinger werden so langsam nach der Zeit, ne, das nervt halt megamäßig. Und diese Android oder sonst irgendwas, die kannst du ja auch erweitern und so, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't know. Moin Moin, Dirk Meier. Schönen guten Abend. Ja, ich weiß, aber mein Follower war auf einmal weg. Am Donnerstag war ich noch Follower. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt keiner mehr war. Okay, Fan? Kurios, kurios. Ja, wie gesagt, Askel, genau. Wie gesagt, das kann auch ein günstigeres sein, ne? Wenn es ein gutes für 100 Euro gibt, das ist doch auch in Ordnung. Aber ich hatte früher halt immer ein Tablet und ich würde halt gerne wieder eins, aber ich kann mich da... Ich bin immer da sehr unentschlossen. Weil wenn ich dann so viel Geld ausgibt, dann will ich doch zu 100% was Vernünftiges kaufen, ne? Nicht, wo man sich dann später drüber ärgert, das ist wichtig. Nein. Alter, was ist denn hier los? Was ist los? Bodenbegradigung hier erstmal durchführen. Okay. Ah, okay, alles klar, Askel. Ja gut, hier kommt jetzt momentan halt noch nicht so viel Ertrag runter, da hier keine Düngestufe drauf ist, ne? Ist natürlich klar. Könnt ihr auch Düngestufe ausmachen? Nee. Dann würden wir auf einmal hier Kohle rausziehen ohne Ende. Ja. Ja, aber Turbio PC mit dem Handy, das ist dann wieder alles so klein da drauf. Also ich würde schon eher, wenn dann mit dem Tablet machen. Ja, ich habe ja so ein 7 Zoll, glaube ich. 10 Zoll wäre schon geil dafür. 10,5 Zoll oder so. Okay, Bauer Diemann, das ist natürlich blöd. Silence, schönen guten Abend. I kill you. Silence, I kill you. Ja, du kannst jetzt eigentlich schon je nachdem dann durchstechen, ne? Gleich, wenn du dann einmal. Ja, ich mach hier gerade noch die dritte Spur. Achso, okay, machst du noch einmal. Und dann steche ich durch, dass okay. Wir ordentlich drehen können. Ja, gut, alles klar. Ja, klar. Sojabohnen. Haben wir auch sehr selten, ne? Aber womit ich halt auch mal gerne arbeiten würde, wäre mit Zwischenfrucht und sowas. Zum Düngen. Wäre, glaube ich, auch ganz cool. Natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Oh! 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 Erstmal an Max04585. Vielen, vielen, vielen Dank für 4 Bits. Und wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Da gehen die Herzchen natürlich erstmal für Max raus. Und dann geht an Fipsten. Vielen Dank für Twitch Prime. Sub. 13. Monat ist er jetzt schon. Alter. Heftig. Fipsen, vielen Dank. Twitch Prime, mein Bester. Herzchen gehen raus an dich. Ihr seid die Geizen. Genau. Ballert mal die Herzchen in den Chat, bitte. IQ, moin moin. Clubpapa, moin moin. Schönen guten Abend. Genau. Ballert mal die Herzchen raus für die lieben Supporter hier. Das ist der Wahnsinn. Dadurch, wie gesagt, wird sich das ja auch alles verbessern. Herrn Pixel Farming, einen wunderschönen guten Abend. Ach, guck mal, ist da die Prominenz. Die Facebook-Prominenz. Ja,
Alter, Facebook, Instagram, Mann. Ja, alles natürlich. Social Media prominent, sagen wir mal so. Ja. So high-end. Der kennt Leute, die. Das. Ekelhaft ist das. Silence, wie, Matze? GPS mit dem Apple-Tablet steuern geht nicht. Hä? Was? Warum? Hä? Ja, Asus habe ich auch schon geschaut. Aber wie gesagt, ich möchte halt nicht viel Geld aussehen. Ich denke, die Sachen bei den günstigen Modellen gescheit sind. Okay. Genau, einmal die Herzen rausballern hier. Richtig so. Würde mir mal mehr Zwischenfrüchte wünschen. Ja, wie gesagt, Danny, habe ich auch gesagt. Ah, gut, mehr Zwischenfrüchte, aber ich meine, dass wir halt hier auch ein bisschen mehr mit Zwischenfrucht arbeiten. Was ist hier gerade passiert? Vielen Dank, Justin, für den Follow. Danke, danke. Und willkommen. Wie mit dem Abito. Okay. Okay, mit Apple geht's nicht, oder was? Mit dem iOS 11? Das ist natürlich schon mal interessant zu wissen, wenn das nicht funktioniert. Evil 66, vielen Dank für 20 Bits. Party 20, holla. Danke, danke, danke. Klar, auf jeden Fall. WM verfolge ich. Auf jeden Fall. Vorhin noch Dingens geguckt, Peru gegen Dänemark. Und doch, auf jeden Fall. Also ich versuche so viel Spiel wie möglich zu schauen. Jo, ich kann das auf der Arbeit gucken. Ja, das läuft ja, glaube ich, überall. Wenn du durch die Stadt läufst, verpasst du eigentlich auch nichts, weil in jedem zweiten Ding oder so hängt ein Fernseher, ne? Ja, klar, Danny, das wäre natürlich auch interessant. Matze, hol dir das Samsung Tab 10.1. Hat sich mein Vater auch geholt. Circa 2 Monate, ne? Jetzt bei 209 Mediamarkt gerade. Ah, okay, alles klar, Nikola, da gucke ich mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall für schon mal den Hinweis. Freut ihr euch schon? Auf jeden Fall, Let's Play, Lukas. Auf LS19. Auf jeden Fall. Bekommst die Mehrwertsteuer geschenkt. Ah, okay. Ja, ist er. Ja, gut, morgen ist Sonntag. Muss ich mal Montag gucken, ob die das da haben. Nika Pellik. Liebe, jetzt weiß ich schon, wer du bist. Nika, gib mal Ausrufezeichen Zeit. Aber ich bann ja keine Leute. Dann müsstest du es, glaube ich, sehen, wie lange wir jetzt schon online sind. Peru war echt gut, auf jeden Fall, Peru war richtig gut und schade, dass sie kein Tor gemacht haben, also hatten ja schon genug, naja. Nächste Woche Spätschicht, kann leider dann kein einziges gucken, okay. Ja, das ist so, das ist zu machen. Na gut, Club, Papa, ich möchte ja keinen Vertrag machen, das ist ja das, ich will ja einfach so kaufen, ne. Opel, ich hatte, ich bin auch mal wieder da und ich habe eine Frage, lautet ihr doch... Mod drin, die Stuppel niederfährt. Kann den jemand in den Chat schreiben, wie der heißt? Das ist eigentlich Fruchtzerstörung. Nee, ja, aber umgeschrieben. Ja. Oh, jetzt kommen aber Sachen rein. Hallo? Hab noch einen alten Schlüssel von Apple da liegen. Würde mich interessieren, ob da jemand Erfahrung hat. Locker 4 Jahre alt, okay. Power Grid geht mit iOS 11 nicht. Okay, dann fällt Apple dann anscheinend sowieso schon mal raus, ne? Wieso wird das schief, Kalle? Da wird gar nichts schief. Was ist eure Lieblingsmarke von Treckern? Also wie gesagt, das war ja schon, ist ja schon oft die Frage. Also im Endeffekt habe ich keine wirkliche Lieblingsmarke. Ich finde viele Trecker einfach fantastisch. Ne? Aber wie gesagt, also eine wirkliche Lieblingsmarke habe ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall was Neues. Ich habe mir 3 Modelle von Viking gekauft. Oder Viking, oder wie man das nennt. Und 3, ja, ein Traktor, ein Hänger und ein Selbstfahrer. Also musst du hier nicht die viele Spur anreißen, ne? Ja, ich habe jetzt gesagt, ich fahre jetzt hier einmal durch, oder? Noch zu Ende. Und dann würde ich auch hoch und runter fahren. Machen wir erst hier die Seite dann zusammen weg, oder wie machen wir es? Was sagst du? Ja, einfach... Kannst meinen Kurs einbauen und dann... Jo, ich kauf den ja. Oh, der ist holt. Ja, Siko habe ich natürlich auch. Warte. Einmal eben GPS anmachen.
So. Kurs kaufen. Ja, sollte ich haben. Dann fange ich hier links schon mal an, ne? Meinte Viking. Ja, genau, wie gesagt. Ne, Viking ist auf jeden Fall um einiges teurer als Siku, ey. Das habe ich auch gemerkt. Also gibt es den Mod nicht zum Downloaden? So wie wir das haben, denke ich nein. Nee, die habe ich mir jetzt im Laden gekauft. Die ich jetzt habe. Ja, Cebu ist ja da. Angeil ist auch da. Also von daher. Evil ist okay, bestimmt gemutet. Oh, jetzt werde ich doch schon fast voll. Wo ist denn der Anhänger? Ah, guck mal hier, passt doch perfekt. Habt ihr schon den E3-Trailer? Ja klar, wie gesagt, ich glaube, wer den noch nicht gesehen hat und mit LS zu tun hat, ist schon schade. Oh, no. Also wie gesagt, natürlich megamäßig, dass John Deere dabei ist. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet, weil alle immer gesagt haben, nee, John Deere werden die niemals bekommen. Und was passiert? John Deere ist da. Also habe ich wirklich nicht gerechnet. Du, Chris? Ganz ehrlich, mir war es relativ egal. Oh, guck dir das an. Keine Emotionen. Ja. Nee, keine Emotion. Nee. Aber ist doch cool, John Deere, dann kann man John Deere vielleicht schon. Gut, das werden sich wahrscheinlich dann Modder als Modell dann oder was nehmen, ne? Und dann vielleicht da weiter drauf aufbauen. Das ist ja gar nicht schlecht. Weil ich sag mal, die Fahrzeuge, Detailreiche von Giant selber ist ja, sag ich mal, nicht schlecht. Die Fahrzeuge und alles, ne? Und dann wird er vielleicht, wenn es dann kein, sag ich mal, IC-Steuerung oder sowas gibt, ne, Türen aufmachen und so. Wenn das nicht standardmäßig schon gibt, wird das dann wahrscheinlich da eingebaut und so weiter, ne, solche Sachen. Spielst du nur zu zweit, Janika? Wir sind nur zu zweit, Chris und ich. Magst du Fortnite? Nee, wie gesagt, das ist eigentlich nicht so mein Spiel. Als es hieß, dass Spielerwünsche in Erfüllung gehen, die lange schon gewünscht werden, waren. Ja, Angeil, Matze liest den Chat nicht bei mir, aber das ist, ja, den, also ich, also bei dem Spiel, was ich interessant finde, sind, wenn überhaupt, die Screenshots. Ja, wie gesagt, das ist das. Den CGI-Trailer, den muss man ja nicht für ernst nehmen. Das ist ja, hat ja nichts mit der Grafik oder so. Weil das sieht ja alles. Ja, ja. Und die Information, die Vertex da raushaut und so, das finde ich, dass man jetzt mit einem Pferd da rumreiten kann, Geschmackssache. Naja, aber es gibt Unkraut, ne? Das ist schon mal, sag ich mal, ein bisschen. Ja, Unkraut. Cool. Die Pflanzen drücken sich weg. Genau, das fand ich, das hatte ich mir ja gewünscht, ne? Dass die Pflanzen nicht mehr durch die Fahrzeuge kommen, wenn ihr jetzt durch Mais spritzt oder, ne, irgendwas, weiß ich nicht, was machst. Da hat die sich unterm Schlepper so gesehen, weil das kann ja mittlerweile schon. Sag ich mal, fast jedes Spiel, wenn du über Gras läufst oder sonst was, oder ein bisschen, dass die sich zur Seite dehnen, ne? Oder halt irgendwie nach unten, klar. Ah, okay, das ist heute sehr cool. Ingo, schönen guten Abend. Find's immer noch witzig, wie Leute glauben, dass die CGI echte. Na, wie gesagt, das ist ja. Da kann man ja nicht für bare Münze nehmen, also. Ja, wir werden es. Es ist alles nur Spekulation, also einfach abwarten. Ein paar Monaten ist das soweit. Und dann läppt das. Genau, ich denke mal, das nächste werden wir sehen zur Gamescom. Ne, zur Farmcom. Natürlich. Ist ja schon diesen Monat. Oh, der Friese! Ein Jahr hast du jetzt voll gemacht. 12 Monate der Friese. Vielen, vielen, vielen Dank. Und dafür hau ich mal einen Applaus. Wie die Zeit vergeht. Ein Applaus raus für den Friesen. Ein Jahr voll gemacht. Vielen, 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 vielen Dank. Der Applaus ist für dich, mein Bester. Danke, danke, danke für deinen Support. Ein Jahr. Oh. Genau, ein Jahr. Das ist der Wahnsinn, ne? Danny, wir werden relativ schnell auf 19 rüber wechseln, wenn das alles so cool ist. Und im Prinzip braucht man ja wirklich nur sowas wie MR, sage ich mal so. Und
Es kommt halt drauf an, es kommt halt drauf an, was standardmäßig jetzt dann schon an Skripten drin ist, was man jetzt noch so, also was man jetzt halt noch skriptmäßig benutzt, ne? Und was braucht man noch? Kommt drauf an, was die da alles reinballern, ne? Wenn jetzt Klaas wirklich auch noch kommt als Marke. Nein, ja. Dann brauchst du ja noch nicht mal mehr wahrscheinlich Klaas Drescher oder irgendwas. Weißt du, was ich meine? Also. Meinst du, was dafür schicke John Deere, den Fan Drescher. Ja. Das sind ja so Sachen, ne? Messi-Fan! Vielen Dank für einen 5-Monat Resub, mein Bester. Da gehen natürlich auch die Herzchen raus. Vielen Dank dafür. Für den Mega-Support. Leute, ihr seid einfach der Wahnsinn. Und dann ist die Enttäuschung nachher groß. Ja, wie gesagt, man darf sich nicht zu viel versprechen. Einfach abwarten, was da kommt. Und dann, wie gesagt, ne? Das macht sich auch nachher dann wieder. Wie gesagt, weil im Endeffekt LS wäre, glaube ich, schon lange tot, wenn es halt Modder und Mapper nicht geben würde. Also, wenn das halt nicht so Mod- und Map-freundlich wäre, ne? Also, sagen wir mal, modifikationsfreundlich. Also, ich glaube, dann würde es in LS, wäre, glaube ich, LS11 Feierabend gewesen. Mit den Standardsachen. Also, nee. LO Hof. Servus. Ich denke aber, dass Klaas nicht kommt. Ja, wie gesagt, abwarten. Wie gesagt, ist ja auch nicht schlimm, wenn jetzt Klaas nicht kommt, ne? Welche Version ist das von der Map? Unsere. Ja, unsere, und es baut auf die V11 oder was auf, ne? Hab der Rahmenwege eingebaut, Shop and Store richtig angepasst. Was habe ich noch gemacht? Ja, den Hof umgebaut, ne? Achso, ja, das ist ja. Sachen. Und schon so einiges. Und schon einiges in den Dateifaden wieder. Ach, oh, du fährst da lang, alles klar, dann tanke ich mal eben ab. Und schon natürlich einiges in den Dateifaden hat der Chris wieder gemacht, ne? Also, da kann er die Finger nicht von lassen. Warte, ich fahre noch ein Stück vor. Nee, bleib ruhig so stehen. Moin, Manolo! Da schaut auch mal wieder rein, der Kollege. So, Handbremse rein. Manolo! Aber zum Beispiel Hafer und Baumwolle sind ganz coole Sachen. Wenn die Zuckerrohrstandard mit reinnehmen wird, von der Abwechslung her ganz cool. Ja, wie gesagt, Zuckerrohr, Baumwolle ist halt Amerika, ne? Mit diesen Baumwollendrescher nie benutzen. Deswegen. Und auch das ganze Zeug für Zuckerrohr, ne? Das ist halt so da, aber gut, nö. Das war es eigentlich dann, ne? Also für uns wird das, glaube ich, wir werden halt immer europäisch bleiben, ne? Aber wie gesagt, ist ja auch cool für die Fans aus Amerika, ne, dass sowas dann auch mit drin ist. Und ich denke mal, hier haben auch viele Bock da drauf. Also es sind ja nicht alle so wie wir, die einfach nur sagen, wir wollen halt unsere Landwirtschaft machen, so wie sie hier auch ist, ne, bei uns. Sondern es sind ja auch andere, gibt ja auch andere, die dann da auch Bock drauf haben. Hi, da hast du recht. Moin, LS Agrar. Chris, sein Schneidwerk nicht ausklappt. Ach so, okay. Ja, das war irgendwie nicht ganz ausgeklappt. Okay. Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich nur. Es stand ja schon drin, ne, dass eine Europakarte mitgeliefert wird, aber wenn sie halt so wie der normale LS-Standard bis jetzt ist. Ja. Ja, Leute. Ne? Aber wie gesagt. Ich habe ja jemanden die ganze Zeit auf dem Ohren, der hier quatscht, also bin ich ein bisschen. Wer quatscht? Ja, kann ich mal kurz was zu trinken holen? Ja, ne, das schaffe ich. Ja. So. Der lässt den Drescher jetzt einfach so fahren. Was ist? Was ist los? Was hast du denn zu trinken geholt? Moin, ist das die neue Karte, wo dann zu Download kommen? LS? Nee. Da kommt nichts zum Download. Ja, Let's Play Lukas, das wäre natürlich auch so, sag ich mal, was Schönes, ne? Wenn ein paar, ja gut, mehr Youngtimer, wenn man jetzt dieses DLC hat und dann die Youngtimer, die schon so dabei sind, klar, das sind jetzt hauptsächlich Schlepper, keine älteren Maschinen, ne? Das ist klar. Muss man halt mal schauen. 23. Geil.
Das ist ja nicht unsere Karte, die wir hier haben, deswegen wird das immer schwer sein, da einen Download, eine Freigabe zu bekommen. Fragen kostet nichts. Wie gesagt, und wir machen es halt nie einfach so, ne? Also die Map dann zur Verfügung stellen. Wenn die. Um 15 haben wir es einmal gemacht. Ja, weil sich da keiner gemeldet hatte. Ja, oder so. Hätte jemand für das ist eine private Karte. Aha, ja. Das ist die Südthüringen. Die kannst du quasi laden überall. Also Südthüringen V11. Opelch, du machst ein Geschenk wem? Und Philipp, 97, vielen Dank fürs Follow, mein Bester. Ne? Danke, danke. Na, aber wirklich viel kommt, glaube ich, hier bei dem Feld nicht rum, ne? Nee. Das ist ja das, leider. Ja. Ja, Flasher, wie gesagt. Ich denke mal, da freuen sich schon genug Leute, dass John Deere jetzt von Anfang an dabei ist. Müssen wir mal gucken, wie die Preise sind, sonst verkaufen wir nachher mal schon mal was. Ja. Ich habe ja, ich habe jetzt auf normal gemacht, ne? Den Schwierigkeitsgrad am Server, ne? Hatten wir ja, glaube ich, so gesagt. Ja, ich glaube, normal, die Pferde kosten hier ganz schön Kohle. Ja. Dir mache ich natürlich ein Geschenk bald. Ach, was, Opelch? Nein, alles gut. Mir fällt. Das pausiert so lange, bis LS19 da ist. Also, ich habe so nebenbei ein bisschen weitergemacht, aber es frickt mir ja nicht, wenn ich die Layer und so einen Scheiß einbaue, wenn das aber nachher gar nicht funktioniert. Deswegen erstmal. Das Wichtigste ist ja schon verbaut auf der Karte. Wenn ihr noch bis 24 Uhr streamt, gibt es von mir noch einen Resub. Der ist so, ja. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Philipp, warum legt ihr kein Schwad? Weil wir Sojabohnen dreschen und weil wir momentan. So, ja, dass da kein Schwad gelegt wird. Genau. Und bei den anderen Fällen haben wir aber auch kein Schwad gelegt, weil wir momentan noch kein Stroh brauchen. Boah. Oh oh, er ist fast das Haus weg gewesen. Ja, ich wurde abgelenkt von meiner liebenswürdigen Frau. Mhm. Mach das, Betonbunker. Gönn dir. Oh, moin, falsche Dutch Map. Nee, das ist auch eine, das ist auch die richtige Map. Mit der Map haben wir das meistgeklickste Video. Mhm. Über 250.000 Mal, glaube ich. Community Hexen. Das war schon heftig, ey. Was wir da Klicks haben. Hab zwar seit Weihnachten keine LS mehr so richtig angefasst, aber bei euch macht es trotzdem Spaß zuzugucken. Das ist so, das freut uns. Wie gesagt, wenn wir anderen Leuten da, wie gesagt, ein bisschen Spaß mit rüberbringen und wie gesagt, wir haben ja auch Spaß jetzt beim Zocken dabei. Alles einwandfrei. Ich glaube, wir haben noch nie so lange gedroschen. Nicht so konsequent. Nee, das waren noch Zeiten, Flasher, ja. Zeiten sollten ja auch irgendwann mal wiederkommen. Wie gesagt, jetzt ist es so ein bisschen das Sommerloch, ne? Da ist alles nicht so konstant. Aber wie gesagt, das gibt sich auch wieder. Seit dem Hexen kenne ich euch sogar. Das war der erste Stream, den ich von euch gesehen habe. Ah, okay, Askel. Na, sehr cool. Das mal. War ein Katastrophenstream, ey. Der erste war, glaube ich, nach 5 Minuten weg, ne? Weil die Internetleitung weg war. Der war dann irgendwo im Busch oder weiß ich nicht wo. Da haben wir auch dieses Feld hier mitgehäckselt. Also, das war schon der Wahnsinn. Ja, genau, da haben wir aber einige Felder gehäckselt, ey. Und irgendein Herr Zuschauer hatte mir, glaube ich, beim letzten Mal für Loot. Also für die, ich habe ja dieses Loot eingebaut, aber ich habe keine Ahnung, wie der Link ist zu unserem Loot-Dingsda-Bums. Deswegen steht das auch nirgendwo und ich weiß auch gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Also wenn sich da jemand, wie gesagt, nochmal mit auskennt und mir den Link nochmal schicken könnte, damit ich den irgendwo einbauen kann. Oder keine Ahnung was. Das wäre sehr nett. Du bist vielleicht ein Profi. Ja, ich habe kein. Also wie gesagt, das steht auch nirgendwo auf der Seite. Ich habe da überall geguckt und finde da nichts. Also. Bin mal gespannt, ob LS19 mich wieder zum Spielen bringt. Ich denke schon, der ist rollt. Also zocken wirst du es auf jeden Fall am Anfang und dann siehst du es ja, ne? Du wirst es ja testen. Aber eventuell Oktober wird es streamtechnisch bestimmt wieder mehr. Ja, das kann gut sein, Alex. Ja. Ist auch gut. Mal kicken, ne? Alles klar. Nee, wie gesagt. So, große Ehren. Oh. Ja, Aske. Also das war schon ordentlich. Aber hat auch Spaß gemacht.
Also ich habe insgesamt schon mit dem Drescher hier 9,4 Hektar. 10,9. Und 2,3 Stunden. Elber für Kroatien? Ach, wie steht's da überhaupt? Wahrscheinlich noch 0-0. Ich stehe nicht so auf große Maps, naja, liegt aber daran. Ja, okay, das ist das halt, ne, das klappt. Wenn du das hier im Singleplayer spielst, ist natürlich unmachbar. Let's play, Lukas. Egal, das ist irgendwas zwischen 20 oder 30 und 100 Euro. Das Spiel wird's kosten und dann ist gut. 1.0 ATM, hä? 1.0 ATM, was? Add Match. Freundin melden wegen dem Tor. Sie ist, ah, okay, alles klar. Jetzt 2-0, ah, okay. 2-0 für Kroatien, at the moment. Evil, 66. Unser Klugscheißer. Ja, aber das war doch sonst Real Evil, doch nicht Evil. Ja, der muss sich sonst, ist ja öfters mal ein bisschen gebannt. Und deswegen muss er öfters mal einen neuen Namen haben. Wenn es gut ist, bezahle ich auch 50. Also wie gesagt, Leute, ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das Geld da habt. Hört auf. Also ich bin nicht so mit schon Spekulation. Ich kriege da immer leichte Pulsschlagader und deswegen wartet einfach ab. Es kostet, was es kostet. Ihr könnt es eh nicht ändern. Und dann bezahlt ihr das. Und ihr werdet das eh kaufen. Seid doch ehrlich. Ja, Ketten und Crops so haben wir ja damals auch so enthusiastisch unterstützt. Aber eine Minute habe ich mit dem Game versucht. Was da ja bis jetzt gekommen ist oder passiert ist, das ist ja, wie gesagt, wie lange und ist alle das? Alle finden das hauptsächlich den dynamischen Boden. Ja, aber denk doch mal, also ich finde ja beim Mud Tires oder Spin Tires da, finde ich den dynamischen Boden jetzt nicht so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie wollen die das denn hinkriegen? Denn auch synchronmäßig nachher? Ich finde das schon so okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, wenn du diesen dynamischen Boden auch zu übertreibst, da habe ich mich mal mit jemandem aus dem Untergrund unterhalten. Vergeht, glaube ich, auch vielen Leuten der Spielspaß, wenn du dich beim Häckseln oder sonst irgendwas jedes Mal oder alle 5 Minuten festfährst oder im Hänger oder sonst irgendwas und du den wieder rausziehen musst und wieder so und wieder so und wieder das. Also, wie gesagt, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Ne? Also, wie gesagt, da muss man halt dann auch so diesen, ne? Und ich denke mal, so ist es doch in Ordnung. Also, dynamischer Boden hin oder her. Also, ich finde es so okay, wie es jetzt ist. Und wenn sie es halt dann, weiß ich nicht, ein LS19 ein bisschen detailreicher machen, ist gut. Und Feierabend. Also es muss jetzt... Crops wird so eine Never-Ending-Story, glaube ich. Also wie Star Citizen, oder wie das da heißt nochmal. Dieses Spiel, was da schon irgendwie seit, glaube ich, 15 Jahren in der Entwicklung steckt. Moin Locke! Welches Spiel ist das? Star Citizen, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch schon, weiß ich nicht, Ewigkeiten in der Entwicklung. Naja, mal schauen. Seit LS13 immer Collector Edition geholt. Ja, ich auch. Aber die Collector Edition, das war ja eigentlich nicht wert bis jetzt. Guten Abend, Snox Alex. Veyrons, zum AC&C erstmal einen Multiplayer einbauen muss. Dann will ich auch mal sehen, was dann den Dünger am Boden noch da. Ja, wie gesagt, das weiß man nicht. Ja, Askel, das ist halt alles, ne? Morgen kommt ein Interview mit Giants, wo der Boden offiziell gecancelt wird. Ja, ich find's gut. Ich freue mich auf das Spiel. Die Jungs machen einen geilen Job. Mit John Deere, ey, was wollt ihr mehr? Ihr habt Fendt, ihr habt Case, ihr habt ein bisschen Deutz, ihr habt Steyr, ihr habt Challenger, ihr habt New Holland, ihr habt John Deere, Drescher, Messi Ferguson. Fendt-Drescher haben, Messi Ferguson und JBL. Oder ich JBC, bitte. Ne? Mega, mega. Und dann werden wahrscheinlich auch so Oldtimer damit drin sein. Also, Moin, Granny Gaming. Ja, irgendwann schon mal sagen. Ja, wie gesagt, wenn es auch nicht mehr in die Hallen regnet, genau. Das wäre natürlich auch so was Schönes, ne? Da gibt's doch, das kann man auch sogar schon hinmodden. Ja, aber wie gesagt, wenn das einfach Standard ist, dass es auch nicht mehr in die Drescher reinregnet, ne? Oder in die Fahrzeuge. Das tut's auch nicht. Nee. Wenn du mal richtig hinguckst, siehst du, dass das nicht in die Fahrzeuge reinregnet. Naja. Ja, hundertprozentig.
Doch. Und bei den Gebäuden kannst du einen Triggerbereich da erstellen. Ja, aber was du dann wieder alles machen kannst und tun kannst, das soll doch einfach mal standardmäßig drin sein. Das schaffen auch andere Spieler auch, dass es nicht durch die Häuser regnet. Das soll erstmal ein anderer Landwirtschaftssimulator so gut sein wie der hier. Ja, das hat ja jetzt nichts mit Landwirtschaftssimulator zu tun. Das machen ja, ist ja jetzt nicht auf Landwirtschaft speziell. Das haben ja auch ganz viele andere Spiele, wo du Häuser und Regen hast und wo dann wenigstens auch der Regen nicht durchs Haus geht. Ford hat auch eine beheizbare Frontscheibe, das schaffen auch keine anderen Autohersteller. Ja, die muss man bei den anderen Autoherstellern kaufen zusätzlich. Nee, gibt's nicht. Versuch mal bei Audi eine beheizbare Frontscheibe zu bekommen. Das ja, ist. Also kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich fahre hier mal durch. Versuch mal bei Benz. Gibt's nicht. Macht Ford exklusiv. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da nicht geben soll. Ja, Civil Play Farm kommen wäre ich auch gerne gekommen. Hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ja, es könnte sowieso, ne? Fänd ideal, wird geil. Endlich nicht mehr diese hässlichen 10H-Drescher, okay. Eigentlich müsste man ja auf der Farm kommen, so wie unter Freunden sein, right? Weil alle spielen auch das gleiche Spiel im Prinzip, oder? Theoretisch? Oder sehe ich das falsch? Im Endeffekt kennen sich ja auch alle fast auf der Farm kommen, ne? Also, sag ich mal also, so, die bekannten. Über Foren oder Discord auf jeden Fall. Ja. Bei Mazda gibt es auch beheizbare Frontscheiben. Da, siehst du, Chris. Wo? Bei Mazda. Ja, dann ist das halt so. Siehst du, Mario schreibt auch. Sorry, Chris, aber bei anderen bekommst du auch bei. Auch, also, das bekommst du auch bei anderen Herstellern. Na, gut. Dann gebe ich mich da geschlagen. Habt ihr mich herzlich? Klar, es gibt bei anderen Herstellern bei Heizbau. Ja, ist ja jetzt gut. Sogar im Opel Corsa gibt es. Ja, ist gut jetzt. So, jetzt kommen sie alle. VW hat das auch drin. Alfa Romeo. Jetzt kommen gleich alle. Alle Marken werden gleich aufgezählt. Ich meine nicht Heckscheibe, ne? Frontscheibe, Leute. So. Zu mir hat der Ford-Händler gesagt, das hat nur Ford. Ja. Also, was du dann da glaubst. Ja, aber klar. Schade, ja, dass. Aber ich glaube, Ford hat das. Ja, gut, da musst du dieses Winterpaket, glaube ich, mitnehmen, ne? Nein, Mann, ich habe doch Vollausstattung, bitte. Schade, dass die Fahrkomm so weit weg ist. Ja, wie gesagt, von mir ist die auch extrem weit weg. Oh, da ist ja noch so ein Drescher. Alex schreibt, wundert mich, dass Opel überhaupt noch Scheiben hat. Alex, sei doch nicht so unverschämt. Doch, Alex. Front-Tempomat rein. Ich war schon wieder kurz davor, mir diese Seitenkonsole zu holen, ne? Aber? Nee. Sorry, gebe ich kein Geld für aus. Dann lieber das Power Grid nochmal. Dann gebe ich lieber nochmal mehr Geld dafür aus, um beim Power Grid nochmal einen Slot 3 zu kaufen. Du hast nämlich nur 3 irgendwie drinne. Irgendein Verkaufsargument braucht der Ford, ja. Ja, aber. Oh, Leute, wir wollen jetzt hier keine Marken. Ich bin super zufrieden mit dem Auto. Ihr werdet mir gar nicht angezeigt, also dass ihr streamt, wenn ich in Twitch bin. Okay, DeepTV? Hast du die Glocke aktiviert oder irgendwie sowas? Das ist ja mittlerweile alles nicht mehr so zuverlässig. Stand, YouTube, Twitch ja, oder sonst ja, irgendwas. Selbst wir nicht. So, das ist jetzt hier die 18. Und dann haben wir die 9 noch. Die müssen wir auch noch, ne? Das Rapsdorf. Eieiei. Und dafür müssen wir aber die Schneidwerke. Ja, umbauen. Da müssen wir. Müssen wir nur die Rapsmesser an den Seiten dann dran. Da kann ja der Werkstattwagen dann eben flott aufs Feld kommen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was da los ist. Twitch, YouTube, I don't know.
Boah, fliegen, das wird auch wieder so ein Ding, ne? Ich will Koma mehr doch du. Ach, stimmt. Okay. Das machen wir so, ja, wie beim Meier Sauzahn, dass die dann ja die Fluggeschichte, aber ne. Ja, klar. Eine Textur machen. Ich habe überlegt, ob wir uns auch dieses vom Mod-Contest zum Beispiel den Kram da holen. Das sind ja auch so ein paar coole Sachen, ob die funktionieren jetzt mittlerweile mit Fronttank und Verschlauchung nach hinten und sowas. Mhm. Ja, können wir alles machen. Was müssen wir immer ein Mod nach dem anderen? Genau, damit wir. Du wisst, ich habe keinen Bock auf Mod-Stress hier und dass das wieder nicht funktioniert und so ein Scheiß. Nee. Deswegen relativ klein halten. Haben wir denn jetzt alles an Skripten drin, die wir so haben möchten? Ja. Citrilias. No. Oder Citrilias. Schönen guten Abend. Diese Vierfachkarten sind so. Ich mache ja gar nichts. Ich fahre ja nur Tempomat GPS. Ich weiß gar nicht, wie ihr das auf eurer Karte schaffen könnt. Wir haben hier so einen Großsaatbauer mit dem Chat drin. Kev, mitspielen? Nee, das geht nicht. Nee. Das geht leider nicht. Wenn ihr schon auf Twitch unterwegs seid, dann kann es sein, dass Kanäle nicht als live angezeigt werden. Daher als Tipp einfach mal ab und an neu aktualisieren. Ja, das kann Alex, natürlich auch sein. Wann fängst du eigentlich an bei Twitch? Alex ist doch bei YouTube unterwegs. Alex bei YouTube unterwegs? Ja. Macht denn der da für Bilder jetzt? Oder für Videos? Mit Ferrari, Lamborghini. Also ist er so ein Supercar-Influencer. Ja. Vianas, ja, einen wunderschönen guten Abend. Und Glückwunsch zu dem wunderschönen Auftritt in dem Giants-Video. Ach, erzähl keinen. Ja, bei den Reaktionen in Großformat. Ach, guck mal. Ich glaube, mehr als 2-3 Sekunden sogar. Habe ich gar nicht. In welchem Giants-Video denn? Die Reaktion, dass John Deere da drin war, haben sie das so gemacht. Okay. Jawohl, nun zockt ihr wieder auf der Map, auf der ich damals angefangen habe, euch zuzuschauen. Ah, okay, alles klar. Habe ich gar nicht gesehen von Vianas. Muss ich mir mal angucken. Nee, nicht von ihm, sondern... Ja, nee, ich weiß, was du das von Video durchgucken. Ja. Der gute Carvon ist auch damit bei, hätte man ja nie gedacht. Da hat man es ja ganz schnell geskippt. Ich habe es gar nicht gesehen, das Video. Buchi, vielen Dank, dass es dir gefällt. Aber wie gesagt, wenn du schlafen musst, schlaf. Oder schlaf einfach ein dann, ne, irgendwann. Das funktioniert natürlich auch. Und wieder rein in den Gang. So. Aber ich bin hier unwichtig. Ach, wie nass. Wieso bist du denn hier unwichtig? Wer sagt sowas? Ist doch gar nicht. Nee, viel. Streamer-Kollege. Genau, wir haben da gar kein Problem mit. Wenn da einfach irgendwelche. Wir haben, wie gesagt, bei uns ist immer alles cool. Auch mit anderen Streamern oder mit Sebi oder sonst irgendwer. Wie gesagt, Vianas ist auch ein sehr, sehr guter Streamer und macht auch nicht nur LS, sondern auch viele andere Spiele, wo man auch mal gerne vorbeischauen darf. Bei dem Guten. Moin, Janne! Ja, mit dem Kopf auf der Tastatur. Ja, Buchi, dann nimm doch dein Handy oder... Dann legst du schon auf die Couch oder ins Bett. Und machst nur Kopfhörer rein und dann... Handy schon weglegen. So mache ich das immer und dann penne ich irgendwann ein. Alter, hier ist noch eine ganz schön viel auf dem... drauf, da. Ja, ich fahr dann schon mal zum Raps, ne? Richtig. Ich bin mal gespannt, wie viel da runterkommt. Ja, weiß nicht, 60.000 vielleicht oder 60 Tonnen. Wie gesagt, ich probiere das mal mit den Einträgen in der Lua aus, ob das so klappt. Ja, du hast gefragt. Du hast gefragt, Ivo. 600 Sekunden. Der mit dir spielt, hat der Twitch. Der mit der spielt, ja, einfach mal ausrufen, genau, so wie Alex gemacht hat. Dem, ja. Wenn er schon so battelt, dann gibt's das ja. Nee, geht noch nicht. Was geht noch nicht, Janos?
Was macht der Bengel hier? Ich denke, der ist am... okay, geht noch nicht mit Schlafen. Ah, alles klar, das war. Da sind wir aber einiges am Wegdreschen hier, ey. Uns gehören jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 Felder. Okay. Und Wiesen war ja hier frei, ne? Genau. Die konnte man einfach so mähen. Ja? Ja. Das ist ja alles, wo... Ja, das war, waren auch die 15 Animationen waren hier noch drin, du. Ja, wo du W10, W9, W11, die ganzen, also alles mit W hast du, das sind ja die ganzen Weiden oder Wiesen. Da müssen wir dann sagen, da müssen wir einfach sagen, welche Wiese wir dann, oder welche Wiesen wir uns jetzt erstmal dann nehmen. Nachricht gelöscht, Moin. Ja, da wollen wir ja auch schön rundbein und entwickeln, ne? Ja. Großaktion. Ich hab echt so ein Video gesehen, wo sie das mit diesen Teleskopladern machen und zwei Wickeldingern darauf, die machen das auf dem Hof. Okay. Und einer kommt mit so einem Rundbeinsammler an und die, also da fahren zwei, drei Träger dann mit so Rundbeinsammlern die direkt auf dem Hof raus, legen die da ab und fahren wieder los. Na, und die haben vorne noch so ein, weißt du, so eine Aufhängung, wo sie zwei Beine noch ran machen können. Ja, das ist ja cool. Ist doch in Ordnung. So. Hä? Das. Die will machen nicht so ein Kram hier, ne? So, das macht ja so richtig Spaß. Moinsen da drüben. Moinsen. Warum hast du eigentlich die 4 genommen? Ich hab die 4. 4 ist immer meiner. Okay. Du hast eigentlich die 2. Ne, ich hab die 1 immer. Ja? Ja, ja. Nachricht gelöscht. Vielen Dank, Evil, für dein Follow. Nee. Dein Timeout ist weg, Evil. Du kannst wieder mit dem anderen. Wie viele Accounts hast du? Ah. Wie gesagt, also ich denke mal, wenn wir jetzt dann auch Raps weggedroschen haben, also das nächste Feld, dann wollen wir eigentlich dann auf größere Schlepper gehen, ne? Müssen wir einmal verkaufen und gucken, ob wir uns, weil wir haben momentan eine 4-Meter-See-Kombi, das wird hier ein bisschen anstrengend, obwohl wir 2 davon haben. Ja, wie gesagt, wir wollen auf 6 Meter gehen, ne? Mit allen Geräten direkt auf 6 Meter, denke ich mal, mindestens. Weil hier brauchst du schon Schlagkraft. Und wenn du damit 2 Mann, dann hast du 12 Meter, das ist eigentlich schon in Ordnung. Ja, im Prinzip brauchen wir Schlepper, die stark genug noch sind, diese Felderstedt-Kombi mit Seeeinheit hinten dran zu ziehen. Genau, sowas wäre dann. Und da müssen wir nochmal schauen, was wir dann für Schlepper nehmen. Und deswegen machen wir, oder dreschen wir jetzt ja natürlich erstmal das alles weg, was wir jetzt hier haben. Dann, ich glaube, das wird aber so ein 700, also 7000er John Deere, ein 8000er John Deere. Ja, sowas. 900er Fan. Sowas in der Richtung. Die wir jetzt so kommen. Ich würde hier auch einen John Deere fahren, ganz ehrlich. Ja. Aber wie gesagt, Hauptsache mit MR auf jeden Fall. Und da wollen wir dann natürlich... alle schreiben, dass 4 Meter ausreichend ist. Granny Gaming, vielen Dank für den Resub, für den 8. Monat, mein Bester. Danke, da gehen die Herzchen raus. 8 Monate auch schon von Granny Gaming. Twitch Prime hat er gerade mal rausgehauen. Vielen Dank für deinen Support. Warum eigentlich der Mapwechsel? Habe ich nicht mitbekommen. Wie gesagt, wir sind jetzt fast 2 Jahre. Also weil wir sind ja eigentlich... Auf die Rabe. Genau, wir sind... Ja, aber wie gesagt, wir haben auch gar keine Lust mehr auf die Rade. Wir sind ja kurz nachdem L17 rausgekommen ist, endlich kurz danach so schnell wie möglich auf die Rade gewechselt und seitdem waren wir auf der Rade. Und wir hatten jetzt einfach mal Bock zum Schluss, zum Ende des L17 einfach jetzt mal wieder große Felder. Südthüringen hat uns immer gefallen und wie gesagt, das ist halt auch so ein Kind von uns und da haben wir einfach Bock drauf. Und Spaß dran. Machst du die Nacht durch? Die Umbauarbeiten sind hier nicht so schwer. Kev, natürlich, wir machen die Nacht durch heute und dann schlafe ich morgen, wenn Fußball ist, ne? Wobei, eigentlich fehlt hier so ein geiler MB-Truck. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weißt du, was auch hier geil... Weißt du, was hier auch geil wäre? Wäre ein Unimog. Ein Unimog vor dem Tieflader, den wir haben. Okay. Fände ich cool. Ich habe noch nie einen Unimog im LS gefahren. Unimog fände ich cool vor dem Tieflader. Gibt ja ganz viele von FBM.
Nee, so viele gibt's nicht. Ja, aber genug. Ja, aber da müssen wir auch erstmal gucken, ob die auch alle stehen. Ja, yeah, genau. So, und WM ist leider nicht mehr so ganz das mehr, was es war. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach ja in der MR-Datenbank gucken, da sehen wir ja, was da vielleicht gibt oder nicht. Ja. Manche Sachen, ja. ich hatte auch... Mal André schreibt auch, es gibt keine brauchbaren Unimux. Okay. Und wenn André da schreibt, dann... Aber es gibt brauchbaren MB-Truck. Ja, na gut, dann natürlich ein MB-Truck, ne? Mario, nein, nicht von Nastus. Es gibt einen, der ist der Oberhammer. Den habt ihr noch nicht so oft gesehen, außer bei Henry. Der ist geil. So. Aber wie gesagt, dafür müssen wir jetzt erstmal weiter dreschen und danach noch das Rapsfeld. Eigentlich das größte Feld dann noch wegdreschen. Also da ist noch einiges zu tun, bevor hier irgendwelche Maschinen kommen. Bitte? Ich würde aber trotzdem gleich mal nach dem Preis gucken, ne? Zum Verkaufen meinst du, oder was? Ob wir da was haben. Ich kann mal eben reinschauen, warte mal. Was haben wir denn auf Lager? Wir haben 104.000 Weizen, 186.000 Gerste. Okay, sonst haben wir noch nichts. Oh, also bei Deuker Futtermittel ist für Gerste 1.164 Euro, ist grün, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Preis ist. Bei den anderen sind nämlich nur 773 Euro und 727, aber ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist oder schlecht ist, der Preis, ne? Ist halt auch so eine Frage. Tank Paul, schönen guten Abend. Aber 1164 und das mal 186.000. Na? Da haben wir schon gut sagen. Geld. Also wie gesagt, das sinkt ja jetzt nicht. Dann müssen wir aber gucken, dass wir das dann flott wegbekommen, weil... 174. Ja. 174. Ja, 1,7 für Weizen ist natürlich auch, aber es ist jetzt die Frage, ob das ein guter Preis ist oder ob der noch weiter steigen würde, ne? Weißt du, was ich meine? Wir wissen ja jetzt noch nicht, wie die Preise hier genau sind. Lieber Fanpower als Humortrauer. GTV. Welche Version der Südtüringen ist das, wenn man fragen darf? Das ist die Alpha sind so. Das ist die V11 und wir haben da natürlich schon wieder, oder Chris hat da natürlich schon wieder ein bisschen dran Hand angelegt. Also wie gesagt, ist auf die V11 aufgebaut. Wenn das Berlin, das machen wir nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Paul. Wenn man kommt, dann kaufen wir das, der ist gut. Nicht? Paul, auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil, dass John Deere jetzt standardmäßig dann im LS19 ist. Sehr cool. Christopher Sivus, moin moin. Was? Und auch an Salking, moin moin, schönen guten Abend. Alles Beste, an selber. Das für eine Map. Wie geht's dir? Wie geht's? Wow. Christopher, das ist die Südthüringen. Meine Preise auf der Rade, 250 Euro pro Tonne für Weizen. Deine Preise, Danny. Okay, real halt. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt ja nicht schwer gewählt, wir haben jetzt normal gewählt. Da die Felder ja auch relativ teuer sind hier. Ja, aber das Geile ist... Du meinst ja auch auf der Rade, Danny. Hatte bei Preisscale-Wert in den Attributen, haben sie in der V10, glaube ich, ist das, haben die den Betrag eingegeben, so viel das Geld kosten soll. Das heißt, wir hatten einen Multiplikator von 300 noch fast 1000. Das heißt... ein Feld kostet dir irgendwas an 300 Millionen oder so. Hast du einen Hund oder Katze? Ich habe gar nichts von beiden. Kev? Genau. Es gibt einfach nicht spekulieren, Leute abwarten und dann klappt das schon. Ich feiere aber noch mehr Klaas. Xeron, Lexion, Axion, Scorpion und so weiter. Ja, aber Paul, man weiß doch gar nicht, ob Klaas reinkommt. Also ich habe bis jetzt noch keine Bestätigung davon. Das wird auch noch nirgendwo gesagt. Keiner hat da was gesagt. Ja, das geht richtig, wie die überall was reininterpretieren, anhand so eines Films, was da reininterpretiert. Pass auf, der hat ja den Schlüssel umgedreht, wird das denn jetzt auch animiert? Ja, da gehe ich doch von aus, Chris, also das kann doch nur so sein, oder? Läuft ja auch und die ganze Zeit neben dir dabei? Mhm, ich weiß es nicht. Die Pferde laufen auch die ganze Zeit dann da rum. Genau, gibt's dann eine Klippe? Oh, da gibt's so einiges, so. Kannst ja, wie du die gesagt. Zeit vorspulen? Man konnte die Zeit vorspulen. Also man muss einfach abwarten, ne? Was da kommt, was da klar. Man kann sich freuen, man kann spekulieren. Aber wie gesagt, man darf halt nur nachher nicht enttäuscht sein, wenn dann vielleicht ein paar Sachen dann nicht da sind. Ne? Das ist halt. So, jetzt ist auch wieder gut vom Thema. Auch ne? Das Ding. Wir müssen uns hier um unsere Sojabohnen. Deep TV, was ist das denn? Der Niklas, schönen guten Abend. Also die Bäume da müssen wir ja mal wegmachen. Ah,
Alter, guck mal hier, dann schauen wir mal. Die Screenshots haben richtig Laune. Also das muss man mal sagen. So, wir wollen jetzt hier, du hast mich eingeholt hier, oder was? Aber auf dem Screenshot hat man ja schon gesehen, dass auf jeden Fall auch von John Deere, sag ich mal, Geräte dabei sind. Ne? Weil war ja der Überladewagen, der war von John Deere, ne? Nee, der könnte auf Brand, wie heißt das, Brand Alach oder sowas sein. Was? Den es auch im 9. schon gab. Okay, also ich hätte jetzt gedacht, weil das halt die gleiche Farbe John Deere ist und... Genau, und das, wenn man sich nicht sicher ist, darf man das nicht sagen. Also ich... Ah. Ja, ja, wieder. Ja, alles gut, jetzt ist auch vorbei hier. Wie, jetzt ist vorbei hier? Was ist jetzt vorbei? Jetzt wird nicht mehr darüber geschnackt. Jetzt dürfen wir nicht mehr reden. Moin Moin, Agrartechnik Nordeifel, schönen guten Abend. Ich bekomme meinen PC erst im Juli, okay, Christopher? Schade. Lass die Finger von dem Knopf. Herr Nordeifel ist da. Flasher. Ja. Yeah. Ja, ja. Genau. Wer ist da? Ja, genau. Agrartechnik Nordeifel ist auf jeden Fall da. Wer ist sonst noch da? Wir haben die ganze Prominenz hier, Mann. Ja, die ganze Prominenz ist bei dir drüben. Bei mir? Doch, oder? Nee, Angeidet. Ist da. Und wer war... Der haut wer? Alles, der zieht alles in den Keller. Ich glaube, John Deere hat gar keine Ladewagen im Katalog. Okay. Welche meinst du? Ganz unten? Das ist hier, das ist hier, Gearbox. Niklas, freut mich auch, dass du wieder da bist. Und hier bin ich da. Ey, der Agrartechnik ist auch noch da. Jetzt habe ich wirklich die ganze Prominenz der ganzen kompletten LS-Szene hier. Pixel Farming ist da, alle sind da. Ja, Pixel Farming ist da, hier, Unguided, Benno. Danny ist auch da. Das ist richtig krass. Wie gesagt, Evil reißt natürlich den kompletten Schnitt runter. Bambi, moin moin, bin gerade nebenbei am LS zocken und mir ist aufgefallen, dass ihr streamt. Ah, okay, Crusader, wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Da dachte er, ich guck mir mal Leute an, die das nicht so drauf haben. Ja, wie gesagt. Das ist das halt, ne? So, einmal aussteigen hier, ne, zack. Und lauf, 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 lauf. Kurz pickeln. Auf den Zaun. Ah, da ist Strom drauf. Und weiter. So, ich hole jetzt aber mal eben kurz da hinten und den Schluck. Dingens noch hier. Den Hänger. Mit den Anhänger. Den Maxim. Dann können wir nämlich hier gleich immer schön abhängen. Oli, weißt du, was ein Horn ist? Hä? Nee, warum? Warum hast du keinen 12 Meter, Christopher? Wir haben ja auch nicht die großen Lexions hier. Wie gesagt, man muss sich ja immer erweitern können. Kann ich beide Streams auf einmal gucken? Ja, der Niklas, wenn das deine Leitung hergibt, kannst du das auf. Genau, Ausrufezeichen Multi. Ach, Crusader. Naja. Habt ihr eine Lieblingsmarke? Crusader, Lieblingsmarke. Wie gesagt, das ist immer. Ich find viele Traktoren schön. Also, ich habe da jetzt keine direkte Lieblingsmarke, kann ich nicht sagen. Also wie gesagt, aber wenn ich mich festlegen müsste, wäre es bei mir John Deere. Also hast du doch eine. Ja, aber wenn ich mich festlegen... Du solltest dich ja festlegen. Ja, aber ich muss es ja nicht, ne? Also ich bin jetzt kein absoluter, sag ich mal, ja, keine Ahnung. Fanatiker in irgendeiner Treckermarke, ne? Also, es gibt einfach viele Alter. Gute. Vinas, Alter, du verrückter Hund hier. Bam, 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 bam. Vielen Dank. Für 100 Bits. Uhu. Danke, 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 danke. Ich hau dir die... Was hau ich denn überhaupt raus hier? Die Schweinchen und die Hypes rauf. Mein Besse. So. Mein Vater hat auch nur Case-Schlepper. Ah, okay, Alex. Ja, sehr cool. Ja, wir hatten ja nicht so eine tollen Schlepper. Also wir haben tolle Schlepper, aber die gibt es in 7810. Von Ford. Da gibt's auch eine Version. So kommst du hier gerade hoch, oder was? Deutsches Sauerkraut. 1312. Vielen Dank fürs Follow und wunderschönen guten Abend. Oh, komm mal. Bist du auf der Fahrt kommen? Nee, ich leider nicht. Nee. Ich auch nicht. Mein Fahrname... Warum nicht auf der Rade? Also wie gesagt, wir haben...
Ich kann die nicht mehr sehen. Genau, von Rade haben wir eigentlich, sag ich mal, genug jetzt nach 2 Jahren. Ja. Ist der Chris auch live? Natürlich! Ausrufezeichen Multi, genau. Der Alex hat schon rausgeballert. Dann könnt ihr auch bei Chris zuschauen. Oder nur bei Chris. Basti, haut 20 Euro auf. Wieso Basti? Hä? Ja, wow. Was? Hä, denn das ist echt jetzt? Boah, Basti! Alter! Hier, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Das ist wirklich... Danke, ja. danke. Baller gut die Herzchen raus da. Alter, ich habe hier komplett alles vollgeknackt. Danke. Kannst mich wenigstens nicht schlagen. Warum sollte ich dich schlagen? Danke, Basti. Mensch. Wo bist du überhaupt? 20.93, ey. Fährst du nicht mehr weiter? Doch, ich bin hier. Ich mache jetzt gerade den Kreisel hier. Ach, fertig, da hinten fährst du. So. Spammer. Ja, ich muss doch auch mal spammen hier. Ich finde das, ey, mega, Basti. Ich würde doch glatt einen kleinen Knutschi raushauen, hätte ich jetzt so eine Kamera. Ne, aber das macht der Matze für mich. Hau mal einen Knutschi raus. Ah, oh, ich danke. Der hat das wirklich gemacht. Kevin Terra, musst du mal bei uns auf die Facebook-Seite gehen und dann so... Einer oder welche der letzten Bilder, dann siehst du mein PC-Setup. Muss du bei uns mal auf Facebook gehen. Christian aufs Nüsschen. Oh, geil. Naja, das, ne? Da weiß er schon, wo angeidet immer unterwegs ist. Ja, zu viel PJ. Naja, und das kommt ja dann wieder, ne, von jemand anders von YouTube. Gibt es das? Ja. Endlich bin ich da mal, wo ich Macht habe, Alex. Ich fahr zweimal im Kreis. Du kannst auch die ganze Zeit jetzt im Kreis fahren. Hier mit den Texturen, da muss ich aber ganz schön nochmal was ändern hier. Das ist ja so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ich habe, glaube ich, 2 Abende dran gesessen. Also das ist immer so, wo weiß ich, 2-3 Stunden nur. Mhm. Da konnte man echt schon viel schaffen. Texturen, Shoppets Tor. Wie, dafür bist du zuständig? Wurde mir mal gesagt. Wie du darfst. Wie anders. Finde ich auch sehr geil. Nee, ich darf nicht. Nur. Weißt du, wir sind doch so, wir sind die Streamer-Schweiz. Wir regen uns doch über niemanden auf. Niemals. Also wir sind immer sehr, unparteiisch. Komm, hat er Macht. Macht er nichts mehr. Oh. Honey! Ja, 9, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Mann. Was los? Wurde das überhaupt angezeigt im Stream? Was? Die 20 Euro. Ja. Weiß ich nicht. Muss mal alle Alexei fragen. Ich glaube auch, Flasher, es geht wieder los. Was geht los? Was geht wieder los? Der Alkohol fließt wieder. Ja, cool, danke. Na ja, nee. Nein, umbauen meint er. Achso, nee, nur ein ganz bisschen. Nur ein ganz bisschen, nur ein ganz bisschen. Und nachher haben wir eine komplett veränderte Südthüringen. Ihr kennt doch den Chris. Ja, nee, komm, Leute, das war jetzt. Ich habe noch nichts, ich habe nicht mal was. Ich bin nur dabei, hier diesen ganze Karte ein bisschen aufzuräumen, damit sie mich nervt, dass das so lange dauert, bis er mal was angewählt hat. Und deswegen sortiere ich gerade die Dateien. Ich habe echt viele Gebäude mit Dateien dazugehaut, mindestens 20 oder 30 MB. Und habe gestern noch, weiß nicht, 500, 600 Dateipfade noch ungefähr angepasst und konnte so viele Dateien rausschmeißen, weil die einfach 5-fach und 8-fach drin waren in der Map. Also wie gesagt, das geht aber dann haben wir schon wieder eine gute, nee, dann haben wir aber schon wieder eine gute Grundlage, dann könnten wir die quasi nachher auch, wenn es funktioniert, in 19er. Ja, klar, das geht natürlich. Früchte werde ich nicht einbauen, Dani.
Nein. Weil das an sich ja keinen Sinn macht. Also, du kannst nur einen veränderten Preis machen und sagen, ob du noch Strom machen kannst oder nicht. Janas, ey, vielen Dank für dein Hausmann. Danke, danke. Warte mal, hier. Danke, da. Ja, der Niklas, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet, dass da ist dann noch Zuschauer. Es sind ja aber einige weniger geworden. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm. Aber ich muss jetzt gleich mal eben kurz verschwinden. Safarus, vielen Dank für dein Follow. Ich muss jetzt gleich mal kurz verschwinden. Da fängt er an und dann macht er das, was du da. Ja, nee, ich habe schon gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich wollte hier noch Shortgrass einfügen, aber nee. Ich baue das auch immer nur, die Felder, die wir gerade besitzen, die mache ich vielleicht auch mal ein bisschen schicki, lucky, schier, aber mehr auch nicht. Nö. Ich will hauptsächlich zocken. Den Kuhhof werde ich noch umbauen, Schweinhof werde ich noch bauen, aber dann war es das. Ja, auch ja, noch. Genau. Und dann kommt das noch und das noch. Und naja, Sat und Gülle-Ankaufstelle muss hier noch rein. Genau. Weil wir noch Gülle fahren. Genau. Josefina, schönen guten Abend. Josie, moinsen. So, ich muss weg. Alles klar, Askel. Das war ja schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Muckout, Jung. Muckout. Schau wieder rein. Ja, aber André, du baust hier gleich das komplette Modell neu. Die echten. Ah ja, der Niklas. Echt, ja. Alles mega. Gut. Guck mal, da wird der Vivanas gleich hier, ne? Weiblicher Name. Sehr zuvorkommend auf jeden Fall von Vianas. Ja, im Prinzip würde es hier auch ein Neubau kommen, weil man denkt man sich natürlich, okay, LS15 Bäume, muss das sein? Hm. Ja, das ist immer das Gleiche, Josie. Immer dasselbe. Moin Moin, Horst Josef. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Maxchen. So, wie gesagt, ich bin jetzt gleich mal eben kurz, wenn wir hier das jetzt weggemacht haben, dann bin ich mal schon kurz... Die haben wir nicht. Wir nehmen die Dinger, die laufen, und diese Lexions, die laufen hier sowas von das rein. John Deere Drescher kommen ja dann im 19er. Das weißt du doch gar nicht. Ich möchte ja auch mal irgendwie so ein Leak machen. So ein was? So ein Leak. Was ist das? Ach Chris, sag mir bloß, du kennst ihn. Da brauchen wir gar nicht drüber unterhalten. Denkst du, ihr werdet auch mal die nordfriesische Mar spielen? Nee. Nee. Oh, was steht denn bei mir im Titel drin? Wahrscheinlich Gemeinrade. So, ich bin jetzt mal eben kurz für kleine Bauern. Also ich lasse euch hier mal mit Chris alleine. Also bis gleich. Chris, du unterhältst, ne? Ich unterhalte immer, wenn ich wüsste, wo die Bremse ist. Gerade MP mit Owner und so. Mit MP. Achso, ja. Ja, guck mal, dann bin ich auch gewählt, mal die Frage, dann ist die Frage auch mal berechtigt, welche Map ist das? Ansonsten würde ja Südthüringen stehen. Dann ist das auch berechtigt, dass da mal jemand fragt, dann ist es okay. Aber ich will es jetzt nicht ändern, Jungs. Sehr wohl. Gegeben. Wie kriegst du die Herzen? Ja, Dani, aber ich kann ja fahren, ne? Ich habe ja Sicherheitsfahrtraining mit Lexions gemacht. 8 Wochen. Ach, Kevin, nö, das Setup, das kriegt man zusammen. Das ein bisschen sparen, anfangen und dann baut man sich das nach und nach an. Wie, warum? Was hier mit meinem Fahrsicherheitsring? Musst du ändern? Wieso muss ich das denn ändern? Wieso muss ich das denn ändern? Oh, ja. Oh.
So, wie mache ich dem denn jetzt hier? Titel ändern. So, wieder da. Ich werde hier gemobbt. Was ist los? Irreführung. Ich muss meinen Titel ändern. Was hast du denn noch da drin stehen? Ich werde was an die Riestüten. Wo mache ich dem denn hier? Bin doch da. Leute, ich kann Maps bauen und nicht so ein Scheiß hier machen. Hier. Streamtitel. Da. Hier, so ein Bildet-Region over. Thüringen rauf. Hin, weg. Leon Paul, moin moin. Oh, ich muss die Tür noch eben zumachen. Das schaffe ich jetzt eben schnell. Sofort wieder da. Der ist echt irre. Oh, Leute. Seht doch, was hier drauf ist. So, nun geht weiter hier. Moin, Bolle. Ja, diese kleinen Kinder oder die Wichtigtuer, die haben auch sonst nichts. Ja, denn die Klasse. Das war schon der Wahnsinn damals. Das war schon heftig. Nee, ich habe immer noch keinen Bot, André, weil es gibt. Ich weiß nicht, wie ich sowas einstelle. Ich bräuchte mal jemanden, der mir da vielleicht mal hilft. Das ist ja gar kein Thema. Wir müssen nur einen Termin finden, ne? Hier, genau. Matze. Wenn du was sehen würdest. Wir müssen wirklich einen Termin finden dafür. Das wird doch kein Kürz. Ja, was machst du denn am 27.11. diesen Jahres? 27.11.? Keine Ahnung. Ach, das ist gar nicht die Rade. Ey, Leute. Wie lange ist das die gleiche Wehr? Was meinst du? Hä? Ein geiles. Komm ich rüber wie ein Profi, ganz ehrlich. Wisst ihr, wer mir echt ein bisschen fehlt? Henry. Ja, von dem der fehlt mir. Deine Streams. Oh, wow. Und ach nee. Und. Das fehlt irgendwie ein bisschen. Was ist eigentlich mit Pihi? Pihi ist. Pihi? Ja. Der ist, glaube ich, der ist nur noch am Mayern und am Modden und am Massin. Genau. Warum kein Seasons? Weil das einfach nur nervig ist mit Season, ganz ehrlich. Da musst du ja jedes Mal wieder anfangen zu sehen und so und nö, wollen wir nicht. Muck wie nie mehr. Wie lange ist das eigentlich schon her, der Niklas? Womit ja, meinst du, was ist Janos, schon besten Dank. Her? Spendeneskalation, wie lange das her ist. Oh, Matze, boah. Das ist glaube ich letztes Jahr, glaube ich, ne? Da, wo war das auf der... Nee, das war dieses Jahr doch, ne? War es letztes Jahr? Nee, die richtigen Eskalationen, die einfach so aufgetaucht sind, die waren noch letzten meine Jahr, Eskalation. Oder? Meinst du meine Eskalation? Oh, guck mal, ich habe noch die Gemeinderade als Map drin. Die Spendeneskalation, ich glaube letztes Jahr, Niklas, auf jeden Fall letztes Jahr, meine ich, war das. War schon heftig. Da haben wir ja eigentlich gar nicht gespielt. Und das ist so schon um einiges angenehmer, wenn man einfach, ne, sich konzentrieren kann aufs Zocken und so weiter. Und wir haben da auch demnächst ein bisschen was anderes noch vor, Chris und ich. Ne? Da habe ich schon mit Chris drüber gesprochen. Und ja. Dann wird ja, das für uns ja. auch ein bisschen nochmal angenehmer für euch, nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Also wie gesagt, lasst euch überraschen. Logisch ist der genervt. Wieso? Oh Mann, Pihi, falls du uns hörst oder siehst. Schönen Gruß, ne? Ja, genau, Alex. Es gab zwei Eskalationen. Also das war schon der Wahnsinn. Ich meine, als ihr etwas zusammen wolltet, da war... Ja, der Niklas, das ist ja immer noch ein sehr trauriges Thema. Da haben wir für Rocket League gesammelt. Da brauchten wir, glaube ich, 140 Euro und waren bei 1000 Euro nachher. Das war ja... Trauriges Thema? Das war ja ein absoluter Wahnsinn, aber wie gesagt, das ist ein trauriges Thema, da wir diese Rocket League noch bis jetzt noch nicht gemacht haben. Da wollten wir das ja mit allem Mann machen, aber alle Mann sind ja mittlerweile schon sehr wenig geworden und viele Mann, gegen die wir spielen wollten, sind ja mittlerweile auch nicht mehr so aktiv. Das ist ja alles ein bisschen schwierig geworden, leider. Moin, mein Fanfahrer. Jägermeister, genau, das war ja auch noch, ne? Ich weiß es noch. Alter. Oh, 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 oh.
Ja, das war schon krass. Das war davon schon krass. Hätte ich eigentlich mindestens Werbemittel von Jägermeister bekommen wollen. Tja. Ja, das war schon lustig. Das war echt von meiner Frau. Ja, aber wie gesagt, das sind so Sachen, wo du dich dran erinnerst, ne? Was du nicht mehr vergisst. Ja, aber ihr wisst ja gar nicht, dass ich nächsten Morgen, als ich wach geworden bin, mit übelstem Schädel aufgesprungen bin, zu meinem PC gelaufen sind und sofort das Video gelöscht habe. Und was macht mein lieber Herr Kollege? Legt das erstmal schon bei YouTube hoch. Ja klar, also das ist doch nichts, wo man sich für schämen muss. Das ist doch nichts Schlimmes im Endeffekt. Mhm. Ah, das war heftig. Das war lustig, hat auf jeden Fall übelst Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Vianas, schlaf gut, mein Bester. Ja, und, hau rein. Wie gesagt, vielleicht kriegen wir auch mal irgendwas hin, dass wir zusammen irgendwas machen, keine Ahnung. Das muss man doch auch irgendwann mal schaffen. Der zockt nächstes Mal mit hier auf der Thüringen, wenn genau, wir ja, genau, Hexel genau. Und also, Silo fahren haben. Schlaf gut, mein Bester. Und ja, bis die Tage, ne? Ja. Ja, wurde ein bisschen lang gezogen. Ja, genau. Schwarzbrenner-Simulator. So, meine Art. Manolo, alles klar. Manolo, schlaf gut. Also, Daniel, ne? Leg dich hin, träum mal schön los, mein Süßen. Und wir hören uns. Ich sehe dich, du hörst mich. Schon traurig, dass wir keine zwei Hänger vollkriegen, ne? Mit dem ganzen Feld. Ja, ist halt so Rap-Status, ne? Ja, ich bin gleich mal gespannt, was er bei dem Ratsam hat. Ihr macht mich fertig. Oh, wow. Ja, Vianas, warum? Wir sind eine Community hier. Eine Community. Eine kommen, Alter. Komm. Gehört das Feld da drüben nicht auch noch uns? Nee. Alles klar. Schlaf gut, L.O.Hof. Und alles Gute, dann mal zur Firmung. Die eine war am 9. oder 10.8., das war die kleine, und die große war am 11. Mai 2017. Wieso hatten wir noch eine kleine Eskalation? Naja, es war einfach unwahrscheinlich. Alex hat mal eben kurz geguckt. Das war nicht normal. Alex, unser Mod, ey. Die Minimap haut so gar nicht hin. Ich weiß nicht, wie man das verkacken kann, ganz ehrlich. Also eine Minimap zu erstellen, ist jetzt nicht gerade die große Kunst. Ja, sieht jetzt aber so aus, als ob wir auf dem Feld daneben wären. Ja, die passt so gar nicht. Ich habe mich auch schon überlegt, aber im Prinzip muss man nur die Minimap von einer anderen Karte nehmen und dann passt die schon wieder. Ja, wieso? Nee, ich kenne die Karte ja. Ich muss sie höchstens für Matze neu machen. Wie für mich? Die Minimap. Ich kenne die auch, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem angenehm. Wenn das jetzt, wie gesagt, wenn man einfach von einer anderen Karte die Minimap da reinpacken kann und gut ist. Der kleine war mit über 500, der große mit über 1000, ja, wie gesagt. Das war legendär, legendär. Wunderschönen guten Abend an Kaffeekall. Wunderschönen guten Abend, der Herr. Schön, dass Sie sich alle immer nur an den Jägermeister erinnern. Aber was wir da an dem Abend gemacht haben, wissen wir auch selber nicht. Ich weiß auch, dass ich dreschen wollte und das nicht hingekriegt habe. Ja, da ging ja nicht wirklich mehr Vorgewende. Zocken. Ja, Entschuldigung, war da ja, das tun wir aber echt. Zocken war da ja nicht mehr wirklich möglich. Ich hab mir das Video noch nie angeguckt. Ich glaube, das will man gar nicht. Ich habe gerade ein Follow bekommen. Ich weiß, hab's jetzt auch wieder nicht mitgekriegt. Voll dumm. Aber ich habe jetzt gerne die Möglichkeit, das nachzugucken. Bizarre 2000, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich hau dir da mal so einen Hype raus, ne? Willkommen bei den Trottels. Alles bestens, Kaffeekal. Und selber, wie geht's dir? Und solche Sachen mit Chris Jägermeister und Spendeneskalation macht euch besonders, und deswegen finde ich auch euch so cool. Wir einfach eine geile Truppe. Vielen, 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 vielen Dank, Niklas. Aber wie gesagt, diese Eskalation oder Spenden irgendwas, das macht ihr ja, ne? Guck mal, BJ ist da. Beinahe Dings, ist das echt? Mir wurde gesagt, okay. Ich bin Fame und werde im Stream vermisst. Ja, mein Bester. Ja. Aber ja. Pi, warum bist du nicht bei mir? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schon heftig, ne? Ja, siehste Pi. Also, ich dachte, wir hätten da so eine besondere Bindung gehabt, wir beiden, ne? Erstmal wunderschönen guten Abend auf jeden Fall an Pi. Schön, dass du hier bist. Ja. Was baut ihr? Wiedemodder und jetzt bin ich, jetzt kennt er mich nicht mehr. Was habt ihr für einen Fuhrpark? Bis jetzt IQ noch keinen großartigen Fuhrpark. Vier Lektions. Genau. Also wie gesagt, der Fuhrpark, der kommt noch.
Aber schön, Pi, dass du mal wieder da bist. Das freut uns megamäßig. Schönen guten Abend. Wieso ist da mitten der Bur schon wieder so komisch? Das kennst du doch. Leute, ne? Ich hab GPS. Nein, alles gut. Hier, ich trinke nur ein schönes Bierchen, ne? Mehr nicht. Schon wieder allein. Ich sag gar nichts mehr. Das ist auch besser so. Sag mal. Frustblade oder... Ach so. Furusblade. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hast du gelesen, was ich geschrieben hatte? Niklas, ja. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für dein Lob. Das freut uns megamäßig. Genshi! Einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Genshi. Genshi. Ja, ach, das ist immer der Ausraster mit den Bits. Ja, wollte ich gerade sagen. Wunderschönen guten Abend, Benji. Ja, schönen guten Abend, meine Lieben. Ja, Pi, einen wunderschönen. Wie geht dich da, Pi? Pi, wir haben die ganze Prominenz hier. In der jetzt mit dir auch noch, Alter. Wer geht oder nicht? Oder? Wer geht nicht, Matze? Nee, mir geht nicht. Also. Außer wenn der Henry und der Aaron jetzt auch noch hier wäre. Das wäre noch so. Und Ivko. Tja. Leute kennengelernt über dieses Spiel. Mega. Also finde ich, dafür hat sich allein das schon gelohnt, den ganzen Kram zu machen. Auf jeden Fall, überleg mal, vor 2 Jahren oder was, wo wir gesagt haben, wo wir einfach nur zocken wollten. Moin moin Pieper. Die haben mich einfach mal besucht hier, ne? Ja, das war schon cool, ey. So schnell geht das. Verrückt. Aber eigentlich war das die kein Mod. Der Niklas, nee, mitmachen kann man nicht mehr. Der Bur ist... Einfach nur froh, genau, dass er zocken kann, ja. Das ist auch mit das Wichtigste. Ich hau hier, kriege die ganze Zeit Follow-Reis hier. Kaffeekalle. Vielen Dank für mein Follow, Mann. Okay, Pihi. Alles bestens, Pihi, alles bestens. Pihi, ich habe gehört, ich habe hier mit dem örtlichen Händler geschnackt und der hat gesagt, der hat da demnächst mal so ein Kompaktschlepper. Irgendwie hat er was gesagt. Und so ein richtiges Aggerschwein. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ja, hat er gesagt, top neu, absolut überholt die Kiste, neu aufgebaut, extra für unsere großen Flächen. Da kann ich hier den Federstein hinter knacken und noch die Seemaschine. Dark Junior, 199, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, dann sind wir auch durch mit dem Feld hier, wa? Boah, ich habe hier noch so einen kleinen Fitzelflatzel. Was habe ich damit? Boah, ist das ein... Der ist auch so... Mit dem kannst du auch sowas jetzt mal nicht sagen. So wie habe ich auch gehört. Und ja, Kevin sowieso. Kevin war auch eine Sorte auf jeden Fall. Aber wie gesagt. Oh ja. Ach, guck mal, da ist der Herr Unguided. Da kommt der Herr Unguided mal für rüber, ne? Kevin. Um Pi Hallo zu sagen. Aber Pi kann natürlich auch rüber zu Chris kommen. Dann seid ihr alle unter euch. nee, Matze, bei Pi musst du jetzt immer so denken. Er ist ja inoffiziell der kleine, der LS Princess Schönling Bachelor. Aha, ne? Okay. Okay. Wenn den die Mädels sehen, dann werden sie alle so ein bisschen schwach. Okay. Ja. Dark Junior, 199, schönen guten Abend. Hello oder hello. So, hier sind wir durch. Oh, nicht Handbremse, ich wollte eigentlich GPS ausmachen. So, dann können wir eben abtanken. Ach, Herr Doktor, ach. Ja, genau. Der Herr Doktor. Linker Screen, Matze. Rechter Screen, Chris. Ach, guck einer an, guck einer an. Weil ich muss ja, glaube ich, demnächst auch noch den Chat mal von Chris mit aufmachen. Schabernfu. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Bei Matze werde ich auch immer schwach. Wie bei mir. Hallo? Hier wird niemand schwach. Wir sind alle harte Kerle. Ist da noch Platz bei dir? Kann ich da noch hinten ran? Was ist denn jetzt hier los da? Warum ist die Zeit mal für... Achso, nee. Haben wir, glaube ich, schon von Anfang an, ne? Wo willst du hinten ran? Hier? Hier kannst du auch, glaube ich, noch. Campi, schönen guten Abend. Aber warum willst du denn hier noch hinten ran, Chris? Sieht noch so aus, dass wenn ich da reinpasse. Nee, glaube ich nicht. Ja, dann hole ich erstmal den Anhänger hierher. Du kannst auch nach hinten. Unguided? Ja, ich weiß, Unguided. Ich würde... Der kommt ja, der MB-Track. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Bester, für den zweiten. Wenn ich reinschaue, ist kein MB-Track unterwegs. Vielen Dank, Unguided, für den zweiten Monat Restart, mein Bester. Komm, dafür baller ich dir die Herzchen raus.
Und wie gesagt, wir werden ja auf jeden Fall jetzt einen MB-Truck auf die Map holen. Haben wir ja schon gesagt. Und, ja, haben wir gesagt, ja. Oh, ich konnte auch nicht komplett hier abladen. Wo ist der? Holst du den anderen gerade? Ja, aber der muss, der ist auch schon fast voll. Okay, Jürgen. Vielen Dank, Unguided. Und wie gesagt, auf jeden Fall, ich denke, zum nächsten Mal könnten wir schon einen MB-Truck da haben. Man kann es auf jeden Fall nochmal reinschauen. Aber welchen denn dann? Hm? Hättest du da einen Unguided? Dein Drescher rollt rückwärts, Chris. Ich mach mal eben kurz die Handbremse dabei, ne? Das vergisst der liebe Herr nämlich immer. Die Handbremse. Chris hat noch doch mal ein... Ja, das müssen wir angehen. Malusek, 93, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Nee, angehalten, also wie gesagt. Ich glaube, einen besseren gibt es kaum, oder? Oder gibt es gar nicht? Allein kaum. Stopp. So, ich bin leer. Toll, der kriegt ja Minecraft. 1500 Intercooler, 1600 Inter. Pi. Das war wieder klar, ne? Alle auf dem Hof. Fuhrpark fertig. Ja. So, ich fahre den mal den. So sieht's aus, genau. Wie gesagt, welchen sollen wir denn nehmen dann, Unguided? Welchen? Welche Klasse? Wir müssen den 1800er, mit kleineren Sachen brauchen wir hier nicht anfangen. Intercooler? Mhm. Fahren wir direkt zum Rappus oder was machen wir? Willst du jetzt noch den Raps runterknacken? Ich weiß nicht, was sagst du? Wie verhalten sich die Preise? Ich guck mal eben. Hm, tut sich jetzt nicht wirklich was bei Raps. Das ist jetzt bei 1700. Das ist zwar grün, aber ich weiß nicht, ob der noch weiter steigen könnte. Also, weil der hat Pfeil nach oben. Dann fahre ich jetzt gleich den Max mal eben weg, wenn ich hier angekoppelt habe. Aber ich muss ja gleich nochmal abtanken. Wie ging die Knase? Sprich 1100, 1300, 1500, okay. An sich doch vollkommen egal, solange Mercedes. Ja, wird auf jeden Fall auf die Map kommen. So. Ja, was sagst du? Es gibt, genau, es gibt keine Modliste. Ich habe ja das Farmsilo noch nicht eingebaut. Bist du gerade reingefahren, oder? Ja, wollte ich. Ja, genau, angehalten. Genau so ist es. Na, David Vario, ein wunderschön. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, 95 kommt. Ja, genau, das ist das.
Also bis jetzt gibt's bis auf die Map, oder? Gibt's eigentlich alle Mods im Netz? Ja, und die Skripte halt, ne? Ja, ein Skript nur nicht. Ja. Also dieses Food Destruction. Oh, ich wollte auch schon. Ansonsten ist, meine ich, aber alles im Netz zu finden. Ja. Eigentlich schon, glaube ich, ne? Die Schlepper, den du jetzt fährst, ist alles DLC. Genau, das ist alles das DLC. Also wie gesagt, da muss man das Oldtimer DLC kaufen. Also jetzt noch Raps oder nicht? Let's play, Lukas. Vielen Dank für dein Follow. Was sagst du? Ganz ehrlich, glaub eher nicht. Okay, weil dann stelle ich den Schlepper hier um hoch. Weil ich bin nämlich morgen wieder früh, muss ich zu meinem Lütten. Ja, wir spielen mit MR. Wir sind mit MR unterwegs. So. Den hier. Ja, wie gesagt, dann machen wir morgen Abend weiter mit Fanfahrer zusammen. Je nachdem, ne? Mhm. Alles klar, der Niklas. Schlaf gut. Ja. Sehr, hau rein, ne? Gaut. Schönen Abend noch, schön, dass ihr da wart. Und danke für die Bits. Benno, schlaf gut. Und Herrn Basti ist noch da, weil es nämlich nicht. Auch danke dir für die echt großzügige Spende, 20 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Ah, ich habe schon, wie viele Stunden auf der Uhr hier? 3,8. Wir haben 3,2 jetzt und 14 Hektar. 15,9. Das ist doch schon ordentlich. Haben wir schon gut was weggeholt hier. Mhm. Wenn wir dann noch den Raps da wegdreschen. Ja, nicht selbstverständlich, Basti. Danke, danke. Ich glaube, ich muss auch mal, damit du da auch mal siehst, ne? Das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Mit dem Huni. Hast wohl schon gut was gemacht, oder Chris? Wie? Also hier am Runter oder meinst du Umbau? Ja, oh, habt ihr schon ein bisschen, hab ich schon ein bisschen umgebaut, ne? Nika, nee. Wir machen dann jetzt gleich, denke ich, für heute erstmal Feierabend, machen morgen Abend dann weiter mit dem nächsten. Also, da ist, denke ich mal, Fanfahrer dann auch dabei. Namend Rotem. Oder Roto. Rotem Nick der Geile. Wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, ich denke mal, da machen wir morgen Abend weiter mit Fanfahrer dann auch noch als Unterstützung auf dem großen Feld. Dann sind wir mit drei Dreschern unterwegs. Ja, hier muss vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das noch, mich nochmal Maya versuche, weil ich will die alten Silos hier ausschneiden von dem Objekt darunter. Und dann nämlich die anderen Silos dahinstellen. Okay. Ich glaube, ich lasse auch mal meinen Drescher hier gleich hier vorne an der Werkstatt stehen. Na, ich stelle meinen erstmal hier hinten unter. Chaos. Floß. Moin, moin. Und vielen Dank für dein Follow. Den noch weg. So. Jo, Danny, Feierabend. Aha, alles klar, Flasher. Bist zum du im Festwagen? Ja. So. Flasher muck out. Schlaf gut, Flasher. Hä? Wo steht der denn jetzt hier? Jetzt komme ich gerade gar nicht klar. Wo muss ich denn da hin? Ich finde die halt. Die finde ich echt schier. Das ist alles noch ein bisschen. Mit Licht natürlich alles verbaut, ne? Wow, Chris und Maya. Ja, so ein bisschen kann ich ja. Hat mir Pi beigedacht, weil ich wollte diese. Also die Halle finde ich relativ schicke hier. Die kann man auch so fast lassen.
Ne? Aber die Silos hier, die will ich irgendwie weghaben. Die sind aber verbunden mit dem Modell. Und dann wollte ich nämlich diese Silos hier hinknacken. Das sind zweier Silos und die wollte ich nämlich hier hinbauen. Das sieht irgendwie ein bisschen schierer aus und dann wird das alles hier ein bisschen schick. Aber dafür müsste dieses Objekt, da müssen die Silos ausgeschnibbelt werden. Tschö. Weil die an sich kann da nicht so bleiben. Hallo, bis moin oder so. Bis zum nächsten Mal. Hier kommt nachher Farmsilo-System rein. Kommt der Kram noch weg, da kommt dann irgendwie was anderes hin, was weiß ich. Irgendein anderer Schriftzug. Oh. Ich bin ja am überlegen, ob ich da Dünger mache oder so. Naja, so wird das auf jeden Fall hier alles ein bisschen hingetüdelt. Genau. Hier kommen nachher die Schleppers rein, hauptsächlich. Die Grubbergeräte bleiben draußen stehen. Hier ist immer tolles Wetter. Na? Ja, und dann haben wir schon mal einen schönen Hof. Und der kommt... Ich weiß, wie der Hof, der hier Hof aussehen wird. Ich muss ihn nur noch bauen. Ich weiß genau, wie der aussieht. Der wird geil. Das ist doch schon mal gut. Mats weiß ja auch schon ungefähr, wie der aussieht. Genau. Gut, alles klar, dann sag ich erstmal für heute Feierabend, oder? Ja. Dann sind wir erstmal durch. Und dann sind wir morgen, denke ich mal, morgen Abend, ja, wie gesagt, nach dem Fußball auf jeden Fall, morgen Abend dann wieder da. Und dann wünsche ich erstmal eine gute Nacht und ja, morgen noch einen schönen freien Tag. Und dann denke ich mal, morgen Abend sehen wir uns wieder. Also, bis dahin. Ich bin raus. Verabschiede mich. Vielen Dank für die Follower, für die Subscriber, vielen Dank. Für die Bits und ja, gute Nacht. Ciao. Oh, ja, Angeli, ich noch kurz hier, also das kriege ich, das ist vielleicht ein oder zwei Abende, dann ist der Hof umgebaut. Also. War heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen.